Morgen, Mittag, Abend, / irgendwas. Hallihallo. Ich freue mich so. Nicht wundern, dass wir jetzt hier starten, denn ich brauchte für gestern noch ein Thumbnail. Schande über mein Haupt. Ja, weil normalerweise hatten wir uns ja ungefähr hier ausgelockt. So. Ich hätte jetzt mich auch einfach dreisterweise wieder hier hinstellen können, aber dachte mir so, nee, komm. Du bist ja ekelhaft sozial und ehrlich, oder versuchst es zumindest so ehrlich wie möglich durch die Welt zu gehen. Ja. Was mache ich denn? Alles und nichts. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir hier schon noch ein paar Feinheiten gemacht? Ich glaube nicht. Wir hatten gesagt, wir wollten definitiv noch mal ein paar neue Moneten verdienen, weil die da oben, die Apothekentaler, die reichen ja nicht. Ich meine, guckt uns an. Wir haben nichts im Kühlschrank, das geht so nicht. Von daher müssen wir uns endlich mal darauf machen, zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen unser Schlüssel, unser Handy, die Zeitung lesen wir mal nicht. So, Müll können wir nicht produzieren, weil wir unterwegs essen. So, und dann gehen wir jetzt mal, vorzugsweise, wenn man die richtigen Knöpfe drückt. Ja, das stört noch ein bisschen. So, Häuser. Wir hatten nämlich die Waldhütte genommen. Das müssen wir noch verkaufen, aber die Waldhütte hatten wir genommen. Für die neuen Mieter. Zum Haus gehen. Du kannst ja beruhigend jedes Haus in deinem Besitz verlegen. Ja, das haben wir schon gemacht. Wir sind schon umgezogen. Das sieht irgendwie trostlos aus. Da! Unser tolles Haus. Ist es nicht schön? Privatsphäre minus 10. Es wirkt dabei eher so, als wärst du irgendwo in so einem Freizeitpark und das Haus steht hier zum Klettern oder so. Keine Ahnung. Oh, ja. Wir haben noch einiges zu tun. Wir hatten beim letzten Stream hatten wir die Wände noch einmal runter verlegt. Achso, wegen der Wand hier. Ja. Ja, heute streame ich hier einfach mal in meinem Urlaub. Kackendreist. Ah, das geht. Okay. Von der anderen Seite wird das wahrscheinlich nicht problematisch sein. Jetzt habe ich natürlich die da nicht geguckt. Nee, da haben wir es ja. Genau. Den Balken, den musste ich anderweitig bestellen. Moment. Ich mache das jetzt auch nur so umständlich, weil wir beim letzten Mal hier schon so Probleme hatten. Ich hätte den hier nehmen müssen. Ach Mist, ich bin ja so intelligent. Hahaha, so. Besser. Jetzt macht das auch Sinn. Denn die liegen ja hier oben drauf. Das heißt, dich packen wir dahin. Dich auch. Jetzt juckt meine Nase wieder. So. Ist garantiert so eine Allergie, so eine Streamer-Allergie. Definitiv. Oder so eine Urlaubsallergie. Geh mal arbeiten, du faules Stück. Ja, sowas wird es bestimmt sein. Na toll, jetzt muss ich irgendwie draußen rumwurschteln. Naja, kriegen wir hin. Das ist von so, das ist... Genau. Dann haben wir die nämlich alle schon gemacht. Können dann rausgehen für das andere Ding da hinten. Ach, Mann. Einerseits ist das natürlich lästig. Weil man hätte sich das ja sparen können, hätte man das direkt gemacht. Aber, naja. Ah, diese juckende Nase. Da oben genauso. Aber von da oben ist es kein Problem. Da können wir nämlich einfach unsere komische Leiter hoch. Zumindest von der Seite. Zack. Von der Seite wird es natürlich wieder... Na toll, von der Seite müssen wir natürlich wieder so eine komische Pseudoleiter bauen. Es ist ärgerlich. Es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Und jetzt ist es nochmal ärgerlich. Oh. Naja, komm. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
zum Glück geht das ja wenigstens so. Mist. Anscheinend geht das nicht. Ach ja, ist das nicht herrlich. Wenn alles, was man plant, einfach nicht funktioniert. Aber könnte ich das nicht von da... Oh, ich mache mir das natürlich viel zu umständlich hier wieder. Ach, komm mal runter. Nein, ich sagte, komm da oben wieder runter. Jetzt fällt uns das Ding noch auf den Kopf und wir müssen das der Arbeitsaufsichtsbehörde melden. Ah, juck in die Nase. So, dich packen wir weg. Ah, Privatsphäre minus 10. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da, den hier brauchen wir. Ah, meine Nase juckt. Meine Nase läuft. Manchmal habe ich das Gefühl, ich entwickle langsam eine Hausstauballergie. Was ich nicht in Ordnung fände. Da wäre ich total dagegen. So, das habe ich. Ach, da muss ich noch. Und dann muss ich einmal nach draußen gehen. Ah, nee, das gibt's nicht. Ich muss echt mal meine Nase putzen. Ey, das wäre so ätzend, wenn ich eine Hausstauballergie entwickeln würde. Dann könnte ich meinen Beruf, glaube ich, nicht mehr ausfüllen. Wobei, es gibt bestimmt so lustige Nasenmasken. So, das habe ich. Ach stimmt, von der Seite konnte ich ja nichts machen. Hab ich. Das sind die anderen Ecken, die ich machen muss. Ich will mal vorsichtig sagen, dass ich das jetzt fertig habe. So, einmal durch die Küche gelaufen. So, und das, was wir definitiv brauchen, ist dieser Belag. Ah, diese Nase, sie bringt mich um. So. Okay, das haben wir gemacht schon. Ich weiß, ich wollte beim letzten Mal das, glaube ich, alles machen, aber irgendwie war mir dann ein bisschen schwindelig. Dann war die Uhrzeit schon so... Die Uhrzeit, der Tag schon so weit vorangeschritten. So war das. Bei mir war dann so schwindelig, weil ich dann immer in die Ferne geguckt habe. Ich meine, jetzt geht das jetzt, wo wir die Wände langsam reingezogen haben. Aber vorher... Aber wir sind, wie ihr seht, noch lange nicht fertig. Wir müssen noch einiges machen. Und dann bin ich gespannt, wie ich das richtig hinkriege. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber mein Magen stirbt ein bisschen. Ah, immer wieder was Neues hier. Vielleicht zu ruckartig aufgestanden, zu schnell gefrühstückt, keine Ahnung. Am Frühstück selbst kann es nicht liegen. Es gab ein leckeres... ja, komm auf den Namen. Es gab ein leckeres Kürbiskernbrötchen. Mit Wurst und Käse. Ach ja, dieser Streifen da unten. Das haben wir. Die Decken haben wir auch alle verkleidet. Ah, da fehlt noch was. So. Ich meine, Plüsch können wir hier nicht hinpacken. So. Halt, da ist noch was. Da ist noch eine kleine Ecke. Wenn, dann richtig. Wobei, rein theoretisch müsste ich das ja auch wegmachen, ne? Rein theoretisch muss ich das wegmachen. Präziser Schlag. Entschuldigen Sie bitte. So. Nein. Kommen wir gar nicht auf die Idee. So. Nein! Oh, egal, machen wir später. Machen wir später mit dem richtigen Belag weg. So. Dann haben wir das soweit richtig. So. Ach, diese Hütte. Wer braucht schon Privatsphäre?
Und seht mal so, ihr braucht keine Fenster putzen. Gut, es wird ein bisschen kühl, aber dann könnt ihr euch hier in dem Regenmantel hier einfach da vor dem Kamin setzen, also vor dem Ofen, den wir da hinpacken. Das kriegen wir schon hin. Müssen wir davon noch einen mit runternehmen? Eigentlich nicht. Genau, ich würde gerne hier das irgendwie beibehalten. Das heißt, ich muss jetzt... nein. Ach. Riemezockt hat mir so einen guten Tipp gegeben hiermit. Ich meine, ich war schon auf den richtigen Gedanken. Also auf den richtigen Weg. Ich habe ja gesagt, ach ja, das wäre ja schön, wenn man das so machen könnte. Aber es ging ja halt nicht. Weil ich nicht gedrückt hielt. Das ist der einzige Punkt. So. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauche ich die hier. Ah, diese Nase. Zu viel. Ich kann hier kein Staub sein. Oder von draußen? Ich weiß nicht. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil ich das nicht von der Seite machen kann. Aber man sieht es ja auch nicht. Wir mogeln einfach. Ich meine, die Nachmieter werden das bestimmt verstehen. Ich meine, dafür machen wir alles andere soweit hübsch. Soweit man das von hübsch reden kann. Soweit man davon von hübsch reden kann. Oh Gott. Meine Sprache. Eine reine Katastrophe. So. Eine Minopel. Aber wir müssen hier noch so viel machen. Und gefühlt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie wir das mit den Anschlüssen machen. Denn, ich setze mir zwar immer wieder neue Herausforderungen. Ach Mist, wir haben den... Okay, den Boden können wir später machen, aber die Decke... Okay, die Decke muss ich damit auch übernehmen. Ha, das geht nicht. Aber die kann ich nicht klauen. Aber das Ding kann ich klauen. Okay. Okay. Passt natürlich dann wieder nicht hierzu. Aber egal, die Decke können wir hier uns nicht klauen. Das heißt, wir müssen das nehmen, was wir kriegen können. So, das heißt, wir machen das. Die Lampe packen wir später weg. Es geht ja erstmal darum, Decken und Wände so weit hinzukriegen. Genauso wie die Böden. So. Oh, diese juckende Nase. Es ist eine reine Katastrophe. Ich habe aber das Gefühl, seitdem wir hier sind, mag ich zwar einen grünen Daumen entwickelt haben. Also die Pflanzen, die fühlen sich hier wohl. Also bei manchen muss ich noch lernen, noch mit umzugehen, ja. Aber ich habe das Gefühl, so trocken wie meine Nase mittlerweile ist. Nase, Ohren. Dinge, die keiner wissen will. So, jetzt gehen wir nach oben. Dich brauche ich auch nicht. Und dann kommen die Böden. Ich denke, wir fangen mit dem Boden oben an. Ich denke, wenn das witterungsbeständig ist, kommt hier definitiv kein Teppich rein. Oder ein Teppich, den man gut ausfringen kann. Warte. Hatten wir die von der anderen Seite schon gemacht? Ich weiß, ich gucke hier die ganze Zeit dumm und dämlich rum, aber ich muss das jetzt mal wissen. Doch, das habe ich gemacht. Hier die Stellen. Ich war mir nämlich nicht sicher. Die habe ich auch, die habe ich auch. Der Boden hat schon was. Der hier. Gucken wir nachher mal. Boah, diese... Macht mich kirre, diese scheiß Nase. Moment. So. Jetzt aber. Was für einen Boden nehmen wir hier? Etwas, was dazu passt. Ein gemütlicher Steinboden. Nein, was machen wir denn für einen Boden? Dekomoos. Ja, das wäre doch was. Nein. Wie wär's? Ah, das Problem ist, hier sieht das so richtig interessant aus. Und hier ist das dann zu glänzend, zu neu, zu...
Einfach eh. Oder? Nee, das könnte damit so ein bisschen komisch aussehen. Es wäre so schön. Beschichtete Metallfliese? Aha. Nein, danke. Es wäre so schön. Könnte man hier bei den... Warum bist du so weit runtergewurschtelt? Könnte man hier einfach so die Intensität... Boah, das wär's. Stellt mal vor, ihr hättet so einen Regler von neu zu abgeranzt. Das ist so, sag ich mal, so ein... Ah, das wäre so schön. Und wenn's nur in 2, 3 Stufen Abstufungen wäre, das wäre so schön. Ach, da war das Gebeizmacher-Gut. Ich überlege, ob wir das von draußen nehmen für hier oben. Ich glaube, das war das hier ungefähr. Aber dann können wir einfach Teppiche noch dran setzen. Ich guck mal kurz. Blüpp. Wir müssen das ja nicht in der Maser, also mit diesen Texturdingern da nehmen. Hier, Schnittmuster. Schnittmuster war das Wort, mir ist nicht einfiel. So. Tack, 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 tack. Blöde Nase. Wir gucken jetzt mal. Und zwar Stil ändern. Schnittmuster. Die Dinger sind zu übertrieben vom Schnittmuster her. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, man kann sich jetzt so einfach verhauen. Jetzt müssen wir gucken, wie die, ich wollte jetzt sagen, Laufrichtung ist. Ach, die ist richtig. Aber wie ihr seht, ist das noch zu klein. Das heißt, Größe des Schnittmusters. Ach, und jetzt gefällt es mir schon wieder nicht. Es ist nicht einfach, wegen den Furchen. Seht ihr? Es wirkt einfach so... Aber was ist, wenn wir das Schnittmuster einfach weglassen? Einfach kein Schnittmuster. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, Dach und so. Ich glaube, man kann das machen. Manchmal muss man sich das erstmal in der ganzen Fläche geben. Oder zumindest in so einen Streifen, sage ich mal. Ich meine, gut, im realen Leben ist das nicht machbar, aber... Ich meine, dann hätten wir 3 verschiedene Holzarten. Ich meine, für die Terrasse hat das ja irgendwie funktioniert. Warum nicht auch hier? Wobei eigentlich, wenn wir das unten belassen, da, dann hätten wir 4 Holzarten. Weil ich würde das gern ungern von unten nach hier oben holen. Dann wäre das hier oben so düster. Für unten ist das ja vielleicht ganz okay. Aber hier... So. Kommt hier noch irgendwie ein Bett rein. Ach ja. Und dafür nehmen wir dann 1000 Miete. Na, eigentlich ist das so speziell. Eigentlich müsste man dafür mehr verlangen. Wir gucken einfach, wie viele Influencer dann hier reinkommen, das bewerben, so tun, als wäre das der beste Shit und in Wirklichkeit hassen sie es, aber für Moneten würden sie alles tun. Und wenn sie dann wirklich richtige Apothekentaler bekommen, ohohoho. Blah. Ach, so. Hier in dem Bereich, bis auf Küche, würde ich das gerne durchziehen. Hier würde ich... Ach, was ist das denn jetzt wieder für Holz gewesen? Ich bin ja drollig. Wir haben das Holz doch hier. Ich bin so eine Trantüte. Bitte lass mich jetzt die richtige Ausrichtung haben. Ja, Gott sei Dank. Tada! Dann haben wir nämlich das Holz von dem Holz wenigstens getrennt. Ja, können wir machen. Dann ist das nicht so schlimm. Ah, juck, juck, juck.
Das würde ich bei den hier auch machen. Aber da ist die Ausrichtung falsch, oder? Ja, natürlich ist die Ausrichtung falsch. Warte, dann muss ich das hier aber auch machen. Weil die Küche wird ja auch getrennt vom Boden. Und dann sieht das ein bisschen besser aus. Klar, ich könnte, glaube ich, eine Fußleiste machen. Aber sind wir mal ehrlich, so eine Fußleiste? Die können wir vielleicht irgendwo am Rand... Sind die Lichtschalter abgefallen? Ich habe die Lichtschalter beim letzten Mal nicht mehr gemacht, ne? Drehung. Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt müsste das hier passen. Genau. Zack. Und dann... Original Bärentatzen einfach weg. Gefliest. Du kommst weg. Ah, Jucki. Diese schitte Nase. Ich hatte aber irgendwas vergessen. Da seht ihr mal, mein Mann schön hätte fast die Lichtschalter vergessen. So. Da kommt die Küchenzeile hin. Das heißt, der Lichtschalter kommt hier hin. Ich könnte den Lichtschalter auch da machen, aber das sieht einfach scheiße aus. Du kommst da weg. Ich würde den Lichtschalter dann hier hinpacken. Ja, vom Badezimmer aus gesehen ist das aber schon ein bisschen scheiße. Das heißt, ich muss den Lichtschalter tatsächlich... Man muss ja Spaß haben, sage ich mal, ne? So, das heißt, der Lichtschalter muss hier hin. Aber ich muss den Lichtschalter... Danke, dass du das so machst. Stimmt, macht er ja nicht. Der macht ja keine Holzdinger. Das heißt, ich muss so einen Braunton finden. Ah. Nein. Nein. Das ist es. Bestätigen. Man soll ja seinen Spaß haben in dieser Bude, ne? Man soll halt die Lichtschalter recht schwer finden. Und, naja, immerhin kriegen die Begrüßungskuchen. Kurz strecken. So. Gut. Den ranzigen Boden wollen wir vielleicht übernehmen. Ich meine, er hat was. Er hat so einen gewissen Charme. Ich kann ihn nicht übernehmen. Och, das ist doch ein Mobbing-Spiel. Ein Mobbing-Spiel. Ist okay. Ist okay. Ich verstehe es schon. Alles, was wir haben wollen, kriegen wir nicht. Ist okay. Müssen wir halt improvisieren. Genauso wie wir die Flecken wegmachen, ohne vorher gesaugt zu haben. Das ist, ist okay. Aber so in dem Stil würde ich den Boden trotzdem gerne haben wollen. Ich weiß zwar nicht, ob wir den jetzt wieder hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Ich wollte den Staub... Hallo, ich wollte den Staubsauger. Ich wollte hier nichts einreißen. Staubsauger. Ganz ehrlich, die werden den Staubsauger brauchen. Definitiv. Beziehungsweise ein Besen. Ach, da ist ja noch Glas. Voll übersehen. Ich frage mich, woher? Es gibt hier doch keine Fenster. Haben wir hier noch was? Ein Fleck. Im Badezimmer. Ist auch nichts. Ah, das hier irgendwie hinzukriegen. Das wird ein Spaß, aber nicht hiermit. Der Boden war das. Nee, ist noch zu klein vom Schnittmuster. Das dürfte der sein, aber das Holz ist, glaube ich, zu speziell, glaube ich. Ah, wobei das geht. Will ich mir jetzt einfach mal einreden. Was ist das? Ach, schon wieder der Lichtschalter. Diese eigenwilligen Lichtschalter, ne? Also ganz ehrlich. Statt die mal einfach das tun, was sie tun sollten, und zwar einfach zu bleiben. Guck, ganz ehrlich, es
geht, glaube ich, oder? Ich hätte das gerne noch ein bisschen blasser gehabt. So in dem Ton. Aber diesen Holzton kriegen wir, glaube ich, nicht. Das ist das Holz, was wir vorne hatten. Selbst der ist zu kräftig. Den hatten wir ja jetzt. Und die sind alle zu blass. So ein... Boah, nee. Deswegen meinte ich, so ein bisschen so einen Regler zu haben, der ein bisschen... So ein Alterungsprozess, so ein Abgewetztheitprozess machen. Oder einfach so eine Farbpalette. Was rede ich da von Farbpalette? So ein Regler halt. Wie als würdet ihr gerade in Paint... Ja, ich weiß nicht, ob Paint das normal hat, aber in Photoshop oder Co. einfach so den Farbregler ändern. Weil wenn ihr jetzt hier drauf geht, habt ihr ja nur... Ich sage jetzt hier das Schnittmuster. Aber wenn ihr... Farbe. Zum Beispiel hier. Ne, ihr habt ja hier verschiedene Farben, ne? Auch schlechtes Beispiel. Was nehme ich denn jetzt? Fliesen. Das da. Zum Beispiel hier mit Fliesen. Und dann Farbe. Dann habt ihr hier sowas. Und es wäre halt schöner, wenn man sagen würde, hierzu hätte man... Nimmt man das da zum Beispiel. Und dann hätte man hier so einen Regler. Dass man von hier nochmal mit so von 0 bis 100 einen Regler hätte. Nicht von der Transparenz, sondern von der Helligkeit. Wisst ihr, was ich meine? Oder so, ne? Von der Sättigung und so. So feine Regler. Ich meine, gut, dadurch haben wir jetzt eine Herausforderung. Wir müssen halt gucken, dass wir mit dem, was wir hier haben, arbeiten können. Aber... Nein. Einfach nein. Sonst fühlen die Leute sich hier ja noch wohl. Ich meine, gut. Ich meine, mit Wänden wäre das Haus vielleicht nicht ganz so verkehrt. Oder mit Fenstern. Ich meine, wir haben die Hoffnung, dass durch das Wetter und die Bedingungen hier alles noch irgendwann so aussieht. Und dann können wir sagen, es ist der rustikale Charme. Und dadurch noch mehr Miete verlangen. Ja, ja, genau so. So läuft das doch immer ab, oder? Hab gehört, so macht man das. Na, komm her. So. Das haben wir dann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist gewöhnungsbedürftig. Interessant. Und irgendwie komplett merkwürdig. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Das geht ja mal gar nicht. Was ist das? Das geht so nicht. So ganz und gar nicht. So. Besser. Dann kommen wir hier zur Küche. Wir brauchen keine Fliesen. Also keine direkten, rohe Steinfliesen. Vielleicht sowas? Aber dann würde ich gerne ein Schnittmuster reingeben. Nein, grüße dich, Schnittmusters. Ganz große Fliesen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Nee, die sind zu groß. Die sind zu groß für dieses Haus. Ah, die sind schon ein bisschen besser. Ah, das wird so interessant. Das wird so interessant, wie wir das hier machen könnten. Fürs Badezimmer nehme ich die aber nicht. Auch wenn die von der Farbe her gut wären. Also von der Struktur her. Die haben auch schon was, aber nicht in der Farbe. Guckt euch das doch mal an. Nee, das geht doch nicht. Oder? Das wären... Wir nehmen einfach andere Steindinger. Wir haben doch die Qual der Wahl. Rohmaterialien. Alter Beton.
Ja, okay, das fürs Badezimmer weiß ich ja nicht. Seht ihr, außerdem kann man da kein Schnittmuster machen. Na, könnte ich ein Schnittmuster machen bei Beton, aber wollen wir das? Nee. Das hatten wir jetzt für... Nee, das hatten wir hier für die... Bla. Für die Bla. Für die Küche. Da barfuß drauf zu kommen, ist bestimmt auch wunderbar. Ach, Mann. Ach, komm, wir nehmen einfach mal Fliesen. Graue Marmorfliesen. Warum nicht? Einfach ausprobieren. Aber ich glaube, die ja, die Richtung ist falsch. Na, komm schon. Drehung des Schnittmusters. Ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig. Genau. Größe des Schnittmusters. Nein, Drehung. Das ist richtig. So. Mein Gott. Man kann alles drehen. Und wenden. Naja, wenden nicht, aber... So. Dann haben wir das Badezimmer auch gefliest. Es wird langsam. Es wird langsam. Ich meine, das mit der Decke da oben sieht noch ein bisschen bescheuert aus, aber das liegt an dem Dach. Und wenn wir das Dach ändern, sieht alles andere kacke aus. Also müssen wir das halt so nehmen. So, jetzt machen wir überall die Böden. Die würde ich gerne so lassen. Ach, da ist ja auch schon wieder so ein Lichtschalter runtergeflogen. Ach, Leute. So. Reiniger. Zack. Komm, unser Lieblingsstrich, den müssen wir leider auch wegnehmen. So. Wo auch immer dieser Bär jetzt hin ist, das ist, glaube ich, dann uns egal. Außerdem müssen wir das da auch noch umfärben. So. Was auch immer die dem armen Bären angetan haben. Wow. Die habe ich komplett übersehen. Also fast. Fast komplett übersehen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. So. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir die Lichtschalter nochmal umfärben. Vor allen Dingen, wer packt den Lichtschalter da oben drauf? So. Oh nee, das stimmt nicht richtig. So. Guck doch, das ist... Das ist... monströs. Das geht so nicht. Warum, ist hier eine Wand? Hatten wir die nicht weggemacht? Oder ging die nicht weg? Ach, ich muss das nochmal gucken. Aber erstmal kommt das hier weg. So. Oh. Oh. Hm. Vielleicht müssen wir diese Wand doch nochmal komplett weiß machen. Tja. Wie man sieht, gibt es hier immer mal wieder Probleme. Aber
Der Lichtschalter kommt dahin. Und der wird umgefärbt, aber ich glaube, da können wir einfach die von hier nehmen. Den da. Ja, den können wir nehmen. Sehr gut. Was nehmen wir noch? Aha. So, anders geht's gerade nicht, denn sonst sieht's von überall kacke aus. So, dann müssen wir halt diese Wand mal so nehmen. Oh, Gott sei Dank, den kriegen wir auch. So. Nein, bitte einmal verkaufen. So, das müssen wir umfärben, denn das geht ja mal gar nicht. So, dass man... Ach du meine Güte, kann man jetzt noch so ein Muster nehmen. Wir müssen ein bisschen... mogeln. Oh. Zack. Da muss ich das machen, genau. Beinahe hätte ich mich wieder verklickt. Nee, das geht wohl. Genau, nehmen wir das da. Ich versuche das ein bisschen. Es ist komplett hässlich. Es sieht so komplett hässlich aus. Ich glaube, es würde weniger auffallen, wenn ich es in Grau mache. Ich glaube, wir machen es jetzt gleich in Grau. Moment, ich muss noch mal kurz die Nase putzen. So. Ja, doch. Wir werden es grau färben. Sag ich ja, das fällt wenig auf. Vor allem, wenn wir irgendwas da vorstellen. So, jetzt nochmal kurz was trinken. Boah, ich bin ja heute aber auch sehr schlimm. Entschuldigung. So, jetzt aber. Und wir müssen uns noch um diese Wand kümmern. Denn es kann nicht angehen, dass wir nicht richtig gearbeitet haben. Da. Sieht es kacke aus? Ja, natürlich. Ist das unser Sinn und Zweck? Ja. So. Jetzt sieht das nach dem aus, was wir oben auch haben. Wobei, oben haben wir hier noch eine Riege weniger, aber das stört hier jetzt persönlich nicht. So, dann haben wir jetzt die Böden gemacht, die Wände gemacht. Draußen haben wir, denke ich, auch alles. Na komm. Ich guck nochmal. Ja. Das Holz bleibt, weil die müssen ja noch was zum Kleinmachen haben. Das stimmt auch soweit. Mhm. Ja, kann sich sehen lassen. Denke ich. Uff, dann kommen wir jetzt zum schwierigsten Punkt. Warte, ich muss auch einen guten Screenshot finden. Wobei, hatten wir ja beim letzten Mal eigentlich schon. Alter, Walter. Eigentlich sieht das noch zu vernünftig aus. Es hat noch zu viele Wände.
Boah, wir müssen mal ein Haus haben. Es ist gemein, eigentlich hätten wir das hier machen können, aber es ist wieder so ein selbstständiges Gedönse. Eigentlich müssen wir demnächst wirklich nur die Umrisse machen und damit ein Haus bauen. Ach, Mann. Aber ich denke, das ist schon hier ganz. Das hat es gut getroffen. Ach, warte, Moment, der Pflegechat. Mal kurz gucken, was der Pflegechat so sagt. So. Ja gut, dann geht's halt daran. Wir haben hier einmal die kleine Garderobe. Garderobe. Niedere Aufbewahrung, das ist das hier. Das würde passen. Und man kann sich da drauf setzen. Vom Holz passt das auch mehr oder minder. Sehr gut. Und von außen fällt es nicht auf. Auch sehr gut. Das heißt, wir könnten hier eigentlich noch zwei Haken hinmachen. Ich bin so dämlich. Ach, komm schon. Aufhänger heißt der hier. Aber die sind nicht das, was ich brauche. Die können wir hier nicht machen, weil wir keine wirklichen Wände haben. Die sind auch zu viel. Aber den kann ich den hier das Material. Ich kann das Material ändern. Sehr gut. Wobei. Ich bräuchte dann Weiß. Oder? Ja, Weiß bräuchte ich. Guck, dann können wir das nämlich so machen. Es wird interessant. So. Man kann da Sachen aufhängen. Hier kann man Schuhe reinsetzen. Und somit haben wir die Garderobe schon mal gemacht. Deko kommt später. Ach, eine Fußmatte fehlt noch. Eine Fußmatte fehlt noch. Nope. Nope. Hatten wir nicht mal Fußmatten? Nee, wir hatten nur diese selbst wurstelbaren Dinger, ne? Ja. So. Aber nicht in der Farbe. Ich meine, rot schön und gut. Aber nee. Schwarz wirkt so. So. Bei dem Grünton, ich meine, grün. Wollen wir uns hier mit Grün befassen? Wir gucken einfach mal. So oder so haben wir es ja hier schön hingekriegt. Bei dem Licht müssen wir gucken, dass wir kein aufdringliches Licht kriegen. Denn im Gegensatz zu abgeschlossenen Räumen strahlt das hier ja auch rüber. Aber in der Garderobe brauchen wir kein Licht. Wenn die Küche an ist, scheint sie ja rüber. Und dann haben wir auch eigentlich damit kein Problem. Oder? Über der Türschwelle? Aber das sieht doof aus, wenn wir da drüber was geklatscht haben. Oder hier drüber. Auf der Tür geht das sowieso nicht. Mist. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier was mache und das mit Pflanzen verstecken wollen würde, dann haben wir ja auch nicht ganz zu Wände. Außer
nicht einfach auf einmal. Es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Wir meinen, wir könnten sowas nehmen und das hier oben drauf packen. Und das damit verbinden. Dann haben wir wie so ein kleines Licht. Können hier aber nichts mehr draufstellen. Außerdem müssen wir das Licht dimmen. Helligkeit runter. War mal ein kaltes Licht? Nee. Ach nee, das ging ja hier mit den... Hä? Nein. Ah, okay. Mit den Pfeiltasten konnte ich korrigieren. Wir nähern uns. So. So. Das würde gehen. Uff. Machen wir hier wieder aus. Dann müssen wir dich woanders hinpacken. Du bist das Küchenlicht? Nein. Du bist ein anderes Licht. Die brauchen wir gar nicht. Du bist das Außenlicht bestimmt. Ist das Außenlicht? Ja gut, brauchen wir Außenlichter? Ich meine, ich glaube nicht. Man könnte hier vielleicht Lichter dran machen. Geht das? Hier eine? Boah, ich hätte gerne Kerzen. So Wandkerzen. Das wäre schön. Wandkerzen wären wirklich schön. So. Aber kommen wir jetzt zur Küche. Hoffentlich funktioniert das mit der Küche. Ich habe Bedenken. Auf einmal habe ich große, große Bedenken. Oh, das geht von der Höhe. Oh mein Gott, habe ich Glück. Okay. Aber jetzt müssen wir eine Küche finden. Ich glaube, wir nehmen so eine. Wir können die Farbe noch ändern. Die guckt ein bisschen drüber. Aber das ist nicht so schlimm. So, das nehmen wir. Hängeschränke gehen bei uns hier schon mal gar nicht. Ah, der geht aber. Gut, dich können wir schon mal reinwurschen. Viele von den Schränken haben wir gar nicht. Rohrschrank, Rohrschrank. Hallo, Rohrschrank. Den können wir hier nirgends ransetzen, weil das von den Wänden nicht klappt. Ach, Mist. Und wir haben von denen nicht viele? Haben wir nichts mehr was? Och, ihr seid doch gemein. Müssen wir echt ein anderes nehmen? Dann müssen wir das hier fürs Badezimmer nehmen. Ich glaube, das war auch dafür bestimmt. Badezimmer? Warum kann ich das hier... Ach, ich muss das an der Wand... Ich war kurz schockiert, so, hä? So. Das von draußen hört ihr einfach nicht, ne? Das ist der Schrottdude. Ist das Schrottdude, oder? Ja, Schrottdude. In manchen Städten ist das anders. Also bei uns, wo ich früher gewohnt habe, war das der Schrottdude. Hier ist das anscheinend auch der Schrottdude. Bei anderen ist das zum Beispiel auch der... Ach, wie nennt man das? Wie so eine Art Eiertyp. So, dann muss ich die hier nehmen. Dann nehme ich lieber die hier. Die passt ein bisschen besser zum alten Stil. Ihr seid zu hoch. Ich kann dich nicht nehmen. Gott, was bist du denn für eine Kacküche? Was seid ihr so hoch? Ey, sag nicht, das scheitert hier schon in der Küche. Ach, Mann. Du kannst doch nicht hier schon daran scheitern. Ey, tu mir das nicht an, Spiel. Wir brauchen eine gescheite Küche. Die sind alle zu hoch.
oder ich muss hier die Breite des Fensters nutzen als Küche. Ach, Mann. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt mega Kacke. Ich meine, mit dem Fenster, das können wir nutzen. Das hier ist nur Kacke. Ah, das stört mich. Ach, Mann. Es muss doch niedrigere Sachen geben. Selbst der Ofen ist zu hoch. Wir hätten die eine drüber lassen müssen. Ach, Mann. Na gut, müssen wir halt in den sauren Ofen beißen. Hier den Ofen hinzumachen, mitten... Ach, komm schon. Das ist so ätzend. Hätten wir das eine höher gelassen, dann wäre es kein Problem gewesen. Jetzt müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. Hier, guck mal, bei den Badsachen kein Problem. Nur die Küche, die macht mal wieder Probleme. Das stört mich jetzt. Hier, die sind alle zu groß. Tja, können wir halt nichts machen. Bei manchen Sachen dachte ich mir schon, dass das kacke aussehen wird, aber so schnell hätte ich nicht damit gerechnet. Ah, vor allen Dingen hier die Eckpunkte stören mich. Ach, Mann. Eckpunkte stören mich jetzt wirklich. Aber was willst du machen? Hm? Da kannst du nichts dran machen. Dann muss die Küche halt schon mal von außen kacke aussehen. Ach, Mann. Ach, Mann. Mir war klar, dass das nicht so einfach ist. Dann kommt hier eine Pflanze oder so hin. Wir müssen einiges kaschieren. Wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn es eine kleine Katastrophe wird. Zudem ist mir aufgefallen, wir haben nicht mal einen Kühlschrank. Ich meine, brauchen wir bei dem Kühlschrank? Ich weiß ja nicht so recht. Hm. Hier würde ich gern freilassen. Wenn wir hier schon so wenig haben, dann... Ach, Mann. Haben wir denn? Die haben doch garantiert hier irgendwo noch was mit Kühlschrank. Da ist der Kühlschrank. Aber dann haben wir wieder sowas frei. Ach komm, du mobbst mich, Spiel. Das gesamte Spiel mobbt mich einfach. Es wird eine reine Katastrophe, was wir hier machen. Außer wir könnten hier drauf Blumenpötte stellen. Dann könnten wir vielleicht... Warte, den brauchen wir ja so oder so. Dann packe ich den weg. Und dann packen wir da so ein Eckteil ran. Das wird eine reine Katastrophe. Warum? Na, jetzt muss ich zwei schmale holen. Ne, unten ganz schmal. So. Dann haben wir die Küche fertig. Und von hier draußen könnten wir das so machen, dass wir hier so kleine
Blumendinger hinpacken. Hier könnten wir eine Blumen... ein größeres Blumen hinpacken. Wir müssen kaschieren. Aber wir müssen gucken, dass das alles irgendwie gewollt aussieht. Es ist natürlich komplett kacke geworden, irgendwie. Aber wir kriegen es hin. Ich denke, irgendwie kriegen wir es hin. Aber bitte nicht in rosa. Metall? Nee, dann kommst du. In grau. Nee, die Oberseite würde ich gerne, Holz, 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 Holz. Komm. Manche Sachen kriegen wir schon hin. Als würde es gewollt sein. So. Details können schwarz bleiben. Oder wollen wir die in schwarz haben? Nee, nehmen wir die so. Innenbereich. So. Oh, das wird speziell. Hä? Hä? Spiel mockt mich. Ist okay. Ich werde das. Ich komme damit klar. Du warst. So. Wir müssen versuchen, das wieder hinzukriegen. Oberseite, Material. Und das war das hier. Sehr gut. Vorderseite. Nein. Das kriegen wir hin. Die Griffe. Ach Mist, die müssen wir so haben. Okay. Machen wir so. Das so. Dann haben wir das ja. Dann haben wir das halbwegs. Oh, das ist speziell, sage ich mal. Aber die Spüle muss noch anders. Das Waschbecken. Ich kann da ein Muster machen. Warum sollte ich? Wer werden so ein Monster? Nein, 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 nein. Wir sind keine Monster. So. Dadurch, dass wir jetzt einen Kühlschrank haben, kann der Kuchen jetzt auch mal endlich in den Kühlschrank. So. Ab in den Kühlschrank mit dir. So. Hängeschränke kriegt die Küche nicht, weil Widen auch. Ne, sind wir mal ehrlich, wo wollen wir denn hier Hängeschränke hin haben? Aber ich hätte hier gerne eine Hängepflanze. Oder wollen wir die hier hinhängen? Ne, mittig wäre blöd, aber seitwärts. Ich weiß es nicht. Oh, das wird jetzt schon so kompliziert. Egal. Der Wand hin. Das war nicht auch immer so blöd bei Haus Flipper 2. Der macht das nämlich, der hat einen anderen Punkt. Der Haken, der ist zwar oben, aber da, wo die Maus ist, ist der Mittelpunkt. Das heißt, es ist der Maus scheißegal, ob der Haken da oben ist. Und es sollte eigentlich sein, dass der Haken der Punkt ist, der anvisiert wird und nicht das Ding. Boah, ganz ehrlich, bescheidene Nase. Meine Nase ist einfach nur trocken und juckt. Das ist so schrecklich. Nee, aber guck mal hier. Ich könnte den hier hinsetzen, macht er aber nicht, weil der Mittelpunkt hier ist. Zwischen dem Ding. Und das ist so schade. Ich hätte das Ding da jetzt dran gehangen. Aber nö. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit von so einem Pott oder so einem Pott. Kann ich
ich da eigentlich was verändern? Größe ändern. Ja, Tatsache. Tada! Dann kann ich da wenigstens was hingehend ändern. Ach, Mann. Pflanze. Halt, halt, stopp. Die brauche ich, genau. Die war, glaube ich, zu groß. Das war so eine einseitige. Einseitig, einseitig. Die sind alle einseitig, bis auf du. Und du bist kleiner und dich brauche ich. So. Wenigstens ein bisschen. So. Wenn es jetzt gerade ein bisschen dunkler wird, das Bett ist jetzt einfach nur eine Übergangslösung. Oh, von hier oben sieht es richtig kacke aus. Aber wenn ich so mache... Also mit dem Licht bin ich noch nicht zufrieden. Ich glaube, das Licht, das entferne ich wieder. Ja, das Licht entferne ich wieder. Dann haben wir hier Ablagefläche. Hier müssen wir eine Lösung finden. Das hier sieht ganz schick aus mit der Pflanze. Aber auf Dauer ist das gerade keine Lösung. So, einmal. Und während ich schlafe, kann ich ja auch noch mal kurz was trinken. Ach ja. Ich finde es immer interessant, wenn ich so oft im Chat sage, hör mal, ohne euch bin ich gar nichts. Und jetzt natürlich, wo ich Urlaub habe und innerhalb der Woche streame, wo natürlich kein Schwein da ist, stehe ich hier ein bisschen hier auf den Schlauch und komme mir so dämlich vor, wenn ich mit mir selber rede. Das muss ich jetzt machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann krieg ich irgendwie einen Rappel. Warte, das dürfte der kleinste. Das ist immer noch nicht der kleinste. Winzig. Das ist auch nicht winzig. Ich weiß ja nicht, was ihr versteht oder winzig, aber das ist nicht winzig. Der Dackel ist winzig. Und der ist wiederum ein bisschen zu winzig. Was ist damit? Oh, die würden gehen. Wenn ich den dahin packe, Oh, Mist. Lücke stört mich. Ich kann es auch nicht weiter in der Mitte packen. Also hier so dazwischen. So dass hier eine Lücke zwischen ist. Geht auch nicht. Ach, ist das ätzend. Außer ich packe den weg und packe hier einen Dekokram hin. Oder eine andere kleine. Ach, das ist. Ey, wir versuchen echt das Beste draus zu machen, aber es ist nicht einfach. Die sind für die Wand. Wow. Doch, eine Anspielung an den Bären, der hier war. Aber die, Entschuldigung, ihr müsst leider... War das... Weißer Marmor war das nicht. Ich glaube, die haben die hier nicht. Du bist aber Beton. Du bist nicht das, was ich brauche. In erster Linie müsste ich sowieso erstmal das hier auf weiß machen. So. Ich glaube, die Betonblöcke kommen dem am nächsten. Oder? Weißer Marmor? Ich glaube, wir nehmen den weißen Marmor. Zack, zack. Gibt es einen weißen Teddybären? So. Und dann kommen hier ein paar Pflanzen hin. Ah, das ist eine Verzweiflungstat, wie man sie... Das ist wieder zu blöd.
warte, das steht nicht so richtig. Hallo, Bier. So, das ist ein bisschen besser. Jetzt brauchen wir nur noch Pflanzen, die... ein bisschen kaschieren. Es sieht schrecklich aus. Das sieht komplett schrecklich aus. Dann würde ich tatsächlich sagen... Entschuldigung, Bärchen. Du musst weg. Dich setzen wir hier hin. So halbwegs mittig. So. Und dann packen wir eine Pflanze rein. Das macht die ganze Sache immer noch nicht gut. Sondern nur noch schlimmer. Ach Mann, wir wollen doch hier nur mit irgendwas kaschieren. Den Majoran. Vielleicht. Komm, wir lassen das jetzt erstmal so. Uff, einfach nur uff. Dann müssen wir hier ja noch was finden zum Kaschieren. Uff, einfach nur uff. Aber müssen es immer Pflanzen sein? Hm. Warte, wo ist der Fisch? Es gab einen Fisch und es gab einen Schwan. Dann würde ich tatsächlich den Schwan hier eher reinschmeißen. Da ist er. So, dann sieht das hier wieder gewollt aus. Dann sieht man die Kante da auch nicht so. Dann kommt man hier rein. Und dann müssen wir nur noch das hier kaschieren. Aber auch das kriegen wir kaschiert. Nur womit? Mit einer hässlichen... Nein, Nähmaschine wollte ich sagen. Dieses kleine Tablett. Das könnten wir hier hinpacken. Zack. Machen wir die, ändern wir die Farbe nachher noch. Schirmständer brauchen wir noch. So. So, das können wir so machen, genau. Wobei, da würde ich das in Weiß machen, denn... Genau, machen wir das so. Und das hier. Machen wir so. Einige Sachen sollen ja auch nicht so sehr auffallen. Aber die Ecke, die müssen wir kaschieren. Und hier würde ich tatsächlich wirklich Pflanzen hinmachen. Aber hier können wir tatsächlich... Ach, komm schon. Ich meine, dann können wir direkt eine Wand dahinsetzen. Ich würde das Ding gerne breiter ziehen können. Ich habe das Gefühl, wir haben Blumenkästen, die wir immer an die Wand pappen können, aber wir haben keine wirklichen, die wir hinstellen können. Bis auf, ach, wo ist der denn jetzt? Bis auf den hier, und der ist zu groß. Der ist viel zu groß. Der ist natürlich auch zu groß. Und wir können auch nicht immer alles von der Decke rieseln lassen. Ist blöd. Ja gut, dann gucken wir mal weiterhin bei Deko. Deko-Kram kriegen wir bestimmt auch noch was Schönes hin. Ach, Mann.
Was habe ich mir hier mit dem Haus angetan, hm? So. Wir brauchen noch was. So. Und dann kommt das in Weiß. Hierhin. Oh, das sieht so schlimm aus. Das sieht so schlimm aus, weil da so viel schon steht. Ach, Mann. Das wird nicht besser. Ganz ehrlich, Chat hätte mir jetzt geholfen. Chat hätte jetzt gesagt, hör mal, mach das so, so, so und dann sähe es gut aus. Aber ich sitze hier und denke mir so, heilige Scheiße, was habe ich hier getan? Genau so. Vielleicht pappe ich einfach alles mit Efeu zu. Den hier nehmen. Aber bitte nicht so. Dann kommen noch Pflanzen. Kommt super, wenn ich da hinten den Herd noch habe. Ach Mann. Kommt hier immer noch gut, wenn hier der Herd ist. Ach Mann, komm, dreh dich einfach um, Pflanze. Diese Pflanze will sterben. Das sehen wir jetzt ein. Das geht noch. Ja, 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 das geht noch. Ich habe noch was vergessen. Eigentlich müssen wir das hier nehmen. Ach, das geht nicht. Das ist zu groß. Ach ja, dann tut es mir leid. Dann können wir das leider nicht nehmen. Das geht. Gott, sieht das kacke aus. Können wir da die Farbe auch ändern? Das können wir machen. Es sieht natürlich unheimlich kacke aus, keine Frage, aber es würde zumindest dann hier oben zu der Oberfläche passen. So. Gibt's das überhaupt? Also abgesehen von Schwarz, also ich habe da nie drauf geachtet, ob es noch ein Zahnfeld irgendwie in anderen Farben gibt. Ja, ich habe jetzt einfach kackendreist getrunken. So. Hier würde ich trotzdem was Grünes haben wollen. So vor dem Fenster. Hier oben nicht, aber... Ach nee, wir gucken mal. Oh Mann, das wird was. Uff. Ey, das ist... Ich habe das Gefühl, das wird... eine reine Katastrophe, was wir hier machen. Hier oben würde ich was Grünes hinpacken wollen. Und ich brauche Gardinen.
Wäre das so bescheuert, wenn ich hier noch Gardinen dran setzen würde? Ich denke schon, ne? Ich will es einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich weiß, dieses Haus wird so oder so eine Katastrophe darstellen, aber... Okay, von der Breite würde das auf jeden Fall passen. Jetzt brauche ich nur eine Wand, die mir hilft. Danke sehr. Zack. Ich muss die ja erstmal aufhängen können, ne? Es macht so gar keinen Sinn, hier Gardinen hinzusetzen. Aber hey, auch diese Leute haben Recht auf Privatsphäre. Ah, das ist so herrlich bescheuert. Entschuldigung. Nein. Nein, ich würde das gerne... Warte, ich pack die in leicht grün. Es ist so bescheuert. Vor allen Dingen, weil das von hier aus richtig bescheuert aussieht. Von der anderen Seite sah es aus, als hätte ich nicht so frei, so viel freie Fläche. Das ist doch Kacke. So, wenn ich so davor stehe, kann man die richtig zuziehen. Aber von außen sieht es halt kacke aus. Guck. Von außen sieht es aus, als wäre da so viel freie Fläche. Hä? Ach, Mann. Ach, kein Wunder. Wegen... Ja, gut. Ich nehme es ja wieder zurück. Ist okay. Kriegen die keine Vorhänge. Sowas wie Privatsphäre ist denen nicht gestattet. Wobei... Ich muss mal kurz was testen. Ach komm schon, das ist auch wieder so eine Sache. Guck mal, es macht keinen Sinn, wenn der Efeu da drüber ragt. Hier, an dem Holz hätte er gerne sein müssen. Aber so macht das doch gar keinen Sinn. Oh Mann. Also das an dem Efeu müssen die auch noch bitte ändern. Das wär schön. Und dass man hier die Farben ändern kann. Hier kann ich die Länge ja gar nicht einstellen. Puh, ist okay. Liebes Spiel, du magst mich nicht. Ach, Mann. Hätte ich das Efeu hier dran machen können, sähe es von außen genauso scheiße aus. Uff, wir haben uns echt ein kompliziertes Haus hier herangeschafft. Das ist, nicht einfach. Wow, das erste Mal, wo wir die hier verwenden können. Ohne, dass das ganz kacke aussieht. Ich meine, es sieht immer noch irgendwie komisch aus, aber... Nicht ultra kacke. Ach, Mann. Hier haben wir noch sowas. Da haben wir das. Es ist schwer einzuschätzen, wenn man nach draußen guckt und dann nur grün sieht, wenn überall grün ist. Ach, das ist doch kacke. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Nee, da muss ich auf Chat warten. Chat hilft mir dann. Ich weiß das.
auf Chats Verlass. Auf Chat ist Verlass. So. Ich muss aber hier das noch ändern. Und ich muss die Farbe ändern. Ach, das ist die Basis. Okay, die Basis würde ich gerne in dem Holz haben. Könnte es übertrieben sein? Ich glaube schon. Aber wenn ich alles in weiß mache... Wir gucken erstmal. Und eine Dusche würde ich hier nicht reinpacken. Ich würde hier eine Badewanne reinpacken. Badewanne. Badewanne. Das ist so eine schöne alte Badewanne. Aber ich glaube, die ist zu groß, ne? Und die Anschlüsse sind kacke. Guck, die Anschlüsse. Die könnte ich hier einpacken. Warte. Es sieht trotzdem irgendwie kacke aus. Ich glaube, wir müssen die kleine nehmen. Aber da kann ich doch bestimmt... Ja. Alte Anschlüsse nehmen, ja. Ich muss trotzdem was ändern. Hä? Achso, ich wollte schon sagen so. Hallo? Dann machen wir das so. Ich hab auch gehofft, wie kacke ist das denn, bitteschön? Kommt hier jemand runter und versucht dann einfach, setzt sich hier oben drauf, dreht den Hahn auf. Na, so einfach ist das einfach eigentlich gar nicht. Einfach, ich wollte mich... Boah, ich korrigiere mich wieder um Kopf und Kragen. Das heißt, wir müssten hier ja die Toilette hinpacken. Die ist auch etwas blöd. Packen wir einfach die Toilette hier hin. Dann kann man hier noch was draufstellen. Jep. Ein Bidet ist nicht eine Toilette, die wir brauchen. Und das schon mal gar nicht. Uff. Ach, die hätten wir noch gehabt. Aber wir brauchen eine Toilette. Das ist hier sogar machbar. Mit dem Fensterding ist das natürlich unheimlich bescheuert und blöd. Aber sind wir mal ehrlich. Es würde nicht auffallen. Warte. Anders sehe ich gerade keine Lösung. Ach man, was tun wir hier? Ich meine, ich kann das erstmal so hinmachen und dann überrasche ich den Chat. Und wenn der Chat dann hinterher hier reinguckt, dann denkt er sich auch so, heilige Scheiße, was hast du gemacht? Mach das wieder weg. Aber wir müssen doch Lösungen finden. Hä? Hier kommt doch nicht immer wieder neuer Dreck zu, oder? Ich hoffe nicht. Was ist das? Okay. Ich dachte eher an den hier. Aber. Thank you.
Und schon haben wir das Problem gelöst mit der, mit der Kälte. Wir sind gut. Fernsehen brauchen die nicht. Ich würde hier aber... Hier würde ich eine kleine Essecke reinmachen. Aber ich glaube, es gibt immer noch keine Essecken, oder? Es gibt nur sowas. Und die Dinger sind hässlich. Aber die passen zu dieser Bude. Also muss das leider hier hin. So. Es wird nur noch furchtbar. Ich weiß nicht, wie wir dieses Haus noch retten sollten. Wir hätten es leer verkaufen müssen. Hätten wir es leer verkauft, wäre das, glaube ich, nicht so ein Problem gewesen. Aber das überlassen wir dann einfach dem Chat, nicht wahr? Ja, ne? Hier haben wir was Grünes. Ah, wir müssen den Holzton trotzdem ändern. Jetzt stimmt der. So, dann brauchen wir einen kleinen Tisch. Ach, Konsolen, sonstiges, Schreibtische, kleine Tische, Esstische. Esstische sind nur meines Erachtens immer so groß. Aber wenn, dann nehmen wir einen mit einer... Uff, der ist viel zu groß. Ja doch, den können wir nehmen. Der ist groß genug. Hoch genug. Jetzt müssen wir nur noch das Holz ändern und vor allem diese hässliche Tischdecke. Diese hässliche Tischdecke. Da muss eine weiße drauf. Oder was mit Blumen? Blumen. Die hatten hier doch mal eine schöne Blume. Also abgesehen von der, die ist auch okay. Hä? Wo ist sie denn? Ich glaube, ich meine die hier. Aber wenn ich mir die so ansehe, ist die wieder ein bisschen arg übertrieben. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so für uns, oder? Uff. Ich glaube, die ist ein bisschen zu drüber. Ich glaube, wenn wir die nehmen, dann können wir das in weiß nehmen. Ach, das sind die hier. Okay. Ach, Mist. Oh, ich tue mich immer schwer damit zu verstehen, dass die hier nichts mit denen hier zu tun haben. Muss ich einfach noch weiter runter scrollen. Nein, nicht wieder falsch machen. So. Ich lasse das jetzt einfach so. Chat wird sich freuen. Chat kommt hier rein, Chat kriegt die Krise. Und dann habe ich alles richtig gemacht. So, da muss man sich eh durchquetschen. Genau wie da. Das kennt man doch immer, oder? Von Eckbalkon Omi quasi einmal durchquetschen. Ach, Mann. Gut, dann kommt hier was Kleines zum Sitzen hin. Hässlich. Leute, warum sind die so hässlich? Tut was dagegen. Bitte. Ach, Mann. Ich glaube, das Einzige, was wir wieder nehmen können, ist das Ding. Das Einzige, was uns rettet. Irgendwie immer. Bestimmt auch so gewollt. So. Mehr brauchen wir hier auch nicht, ne? Weil daneben was zu machen, das ist blöd. Das bleibt weiß. Ist natürlich super für die
Das ist so eine Sache. Das sieht alles andere als gemütlich aus. Ich sag, wie es ist. Ich meine, für eine Ferienwohnung, okay, kann man durchgehen lassen. Aber abgesehen von der Ferienwohnung, was habe ich mir gedacht, als ich sagte, ich mache mir eine Herausforderung ohne Wände? Es fing ja schon bei der Küche hier an. Hier, retuschieren. Da muss ich hier auch noch retuschieren. Hängewände gibt es nicht. Ich mir nur dabei gedacht. Hm? Ich glaube, der Wohnbereich ist der einzige Bereich, der so lala aussieht. Ach, Mann. Das Problem, wir haben ja nicht mal kleine, schöne Teppiche. Die sind alle entweder viel zu groß oder sehen so pisselig aus. Ich meine, gut, wir könnten auch hier so... Nee, der sieht hässlich aus. Der sieht schon ein bisschen schicker aus, weil der kleine Fransen hat. Ich glaube, den nehme ich auch. Du sollst dich nicht am Raster ausreden. Du sollst dich nicht präzise, danke. Du sollst nämlich gerne hier in die Nische reinpassen. So. So, das ist so, ja. Ah, wollen wir den Teppich so lassen? Ja. Oder wollen wir den dunkelgrün machen? Wie alles hier gefühlt. Oh nein, das sieht alles so schrecklich aus. Ach, Mann. Puh. Was machen wir nur, hm? Es ist einfach eine reine Katastrophe. Flauschteppich darf gerne bleiben. Ich weiß nicht. Es ist einfach so. Es sieht nicht gut aus. Egal was, wie, wo. Es sieht einfach nicht gut aus. Ach. Das. Egal. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie gewuppt. Ich bin positiv eingestellt. Oder auch nicht. Wie ich versuche, hier irgendwas zusammen zu schustern. Nee, du bist zu modern. Du siehst aus wie Gartenmöbel. Du siehst ziemlich platt gemacht aus. Du bist viel zu groß. Kleine Tische, ne? Hm, verstehen wir schon. Kleine Tische. Da fällt alles durch. Der ist auch zu groß. Ich glaube, da müssen wir wirklich hier bei diesem kleinen Puzzles-Ding bleiben. Okay. Komm, den packen wir jetzt einfach hier hin. Denn, dann kann man sich den hinterher zurechtschieben. Ne? Doch. Oder ist die Frage, brauchen die so einen großen Tisch überhaupt? Ja doch, falls sie da mal was mehr draufstellen wollen. Weil ich meine, wir könnten zwar den hier auch noch hinstellen. Ausreichen, oder? Tut mir leid, sie müssen leider weg. So, aber dann bitte nicht in der Farbe. Ich hätte jetzt gesagt, zack. Warte, wir können zwei Holzfarben nehmen. Das wird mir zu hell. Das wird mir zu hell. Wir hatten hier doch noch andere Holztöne. Wir hatten den hier. Den können wir auch noch nehmen. Genau. Moment, ich muss mal kurz husten. Das ist es. Ja, ich huste und habe eine Eingebung. Dadurch, dass wir ja hier noch sehr viel mit Pflanzen arbeiten werden, werde ich dieses Grün nicht nehmen, sondern sowas. Jetzt habe ich natürlich nicht gemerkt, das ist der zweite und dann da unten das. Okay, weil
Der zweite und der ist das. Weil wenn wir mit Pflanzen eh arbeiten, dann kann man da viel mehr mit Grün machen. Außerdem, wir sehen hier hinten so viel Grün, da wäre hier Grün hier drinnen noch katastrophal. Anders sähe es natürlich aus, hätten wir sowas wie Wände, vernünftige Wände, dann hätte man vielleicht auch hier mit mehr Grün arbeiten können. Aber dadurch, dass wir ja hier sowieso schon mit ein paar Pflanzen kaschieren, oder das hier, oder das da, geht das dann halt irgendwie. Ich muss zugeben, jetzt auf einmal, guck mal, kaum hat man die Farbe etwas geändert und redet sich genügend positive Sachen ein, geht das, denke ich. Ich würde hier auch gerne was haben. Irgendeinen Deko-Kack. Ist die Frage, was? In House Flipper 1 würden mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 8.000 Dinge einfallen. Spätestens aus dem Workshop. Aber hier... Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht so frech herumgähnen. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich gähne einfach rum. Ich mache Dinge, die einen sagen, dass ich vielleicht etwas bin wie müde. So, nee, da haben wir schon was. Kann ich ja eigentlich auch nicht. Doch, komm. Nee, da kommt eine Blume drauf. Diese klassische, typische Klischee-Blume. Aber wo kommen wir. Wo packen wir die Kerze hin? Dahin, wo alles abfackeln kann. Hier hin. Nein, da kommen ja schon alle anderen Sachen hin. Wie wär's denn hier hin? Ja. Ist gut. Ich wollte einfach das Ding hier irgendwo drin haben, weil ich es schön finde. Es ist so kitschig, dass es wieder schön ist. Und ich bin immer noch für Kerzenhalter. Boah, ich würde so gern Kerzenhalter haben. So Wandhalter. So wie hier, nur ohne diesen Schirm, sondern nur eine Kerze. Boah, das wäre doch smart, oder? Und das Ding, bitte, hier das Ding. In etwas ausgeprägter. Das Ding zum Beispiel, nur mit Kerzen. Und hier noch ein paar Metallornamente. Naja. Einfach sowas. In schön. Vielleicht ein bisschen schön. Aber interessant. Wir haben jetzt einen Wohn-Ess-Bereich. Wir haben einen Küchenbereich. Badezimmer haben wir. Ja, gut. Nicht sonderlich praktisch. Naja. Wir kriegen das noch aufgewertet, ja? Den Keller. Keine Ahnung, was wir mit dem Keller machen. Stimmt, wir müssen hier das Schlafzimmer noch machen. Dann können wir hier ja mal testen, wie das ist mit den Deko-Dingern. Ohne Augen. Aber viel haben wir nicht. Die Dinger sind hässlich. Die Dinger sind zu groß. Einzelne Kerzen fackeln das Restliche vom Haus auch noch ab. Die Dinger bringen nichts, weil dann hätten wir direkt Wände drin lassen können. Außerdem wollen wir uns ja nicht eingittern. Das könnten wir als Bett machen. Da hatten wir doch schon mal was gehabt. Da hatten wir doch schon mal was. Ich meine, wir brauchen ja nur ein kleines Bett, oder? Ja, wie groß sind wir denn? Also ich bin nicht so groß. Wobei, das ist verdammt groß. So. Für mich würde es reichen. Dann könnte man nämlich... wo war das noch gleich? Ene, mene, mu. Zack. Juck. Ich meine, man kann die Größe noch ändern. Ja, also, warte. So.
So. Dann muss ich das einfach von der Größe zack so machen. Zack. Zack. Und dann... Oh, jetzt bin ich schon wieder... Zack. Und fertig ist das Bett. Ah. Dann kommt hier noch... das Beste ist, dann kann man hier einfach so rausrollen. Und wenn man sich dann so ein bisschen hochrobbt, weil man denkt, man ist aus dem Bett gefallen, dann fällt man hier erstmal komplett runter. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so sicher ist. Ach Mann, warte. Ah. Ich glaube, das war das hier. Ich glaube, das ist, das sieht aber nicht mehr so aus auf einmal. Vielleicht sollte ich nochmal... Das sieht mir eher danach aus. Ah, das sieht schon besser aus. Okay, es sieht ein bisschen kacke aus, sagen wir mal hier mit den Übergängen. Aber man muss ja irgendwo feststellen, wo sein Bett, also wo das Bett ist, ne? Also, ja, doch. Weil die Matratze wird ja jetzt umgeändert. Zack. Dann kommt da... Hatten wir nicht irgendwo noch so eine Art Decke? Oder hatten wir damals dafür einen Teppich genommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dieses Prinzip von einem Pseudobett hatten wir schon mal gemacht. Ich glaube, es war einfach nur ein Teppich. Ich meine, nein, wir würden sowas nie machen. Wir würden niemals einen Teppich zweckentfremden. Guck, das geht hier auch gar nicht. Seht ihr? Aber wir hatten irgendwas da drüber gepackt. Was macht die da draus? Ach, das ist die Müllabfuhr. Das ist die Müllabfuhr. Ich würde das gerne... Ja, komm, können wir so liegen lassen. Oder? Ja gut, wo will sich das denn anlehnen? Machen wir das so. So. Und ich würde das gerne... Ein Motiv. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das da. So, gucken wir, dass das nicht rausfällt. Und wir brauchen immer noch eine Decke. Ich weiß, es gab das, glaube ich. Wie, also so eine Picknickdecke war das, glaube ich. Nee. Ich weiß, wir hatten das aber mal irgendwie... Hier mal so eine Art Decke drüber, das weiß ich. Das fuchst mich jetzt. Ich weiß, euch stört das wahrscheinlich, weil ich jetzt die ganze Zeit hier rumwurschtel, wie so eine Blöde. Aber es ist wichtig. Für mich ist es wichtig. Oder seid ihr auch jemand, der im Urlaub lieber die eigenen Decken und Kissen mitnimmt? Eine Markise einfach als Decke. Boah, die Dinger hätte ich gerne als Zelt umfunktioniert, aber das geht nicht. Einfach eine Decke. Da! Decke! Ich wusste es, wir hatten das doch gemacht. Ich
wusste es. Ha! Aber wir konnten die Größe nicht ändern. Hä, wir konnten doch mal die Größe ändern. Ich meine... Das bleibt. Och, die sind manchmal draußen richtig, richtig laut, oder? Ich bin einfach nur zwingelig geworden. Ja, Entschuldigung. Was fällt mir ein, die einfach zu kritisieren? So, weißt du was? Hier hast du deine Decke. Die kannst du dann selber aufmachen. Zack, da, siehst du, da hast du deine Decke. Puh. Sieht trotzdem kacke aus. Es sieht so mega kacke aus. Aber gut, wir müssen das Beste draus machen. Aufbewahrung. Regale. Das Ding würde ich so gerne einfach hier hinstellen. Wer sagt bitte schön, dass das immer in die Wand muss? Ich kann das einfach so aufbauen und dann da hinstellen. Das wäre super. Guck, ich könnte das einfach hier hinstellen. Aber nein, sowas dürfen wir ja nicht machen. Das ist... Die sind alle viel zu... Guck, die sind alle viel zu hoch für das, was wir jetzt brauchen. Und die niederen Sachen, die wir haben, die sind alle viel zu lang. Ach, Mann. Wir haben es uns echt unnötig schwer gemacht. Da, Kiste. Spiegel können wir hier auch keine aufhängen. Die sind zu klein. Ach Mann, komm schon. Stimmt, eine Uhr brauchen wir auch noch. Aber es geht ja erstmal nur um die etwas größeren Möbel. Dass wir irgendwie eine Lösung dafür finden. Selbst das wäre gut. Selbst das wäre noch gut. Aber es ist ein Regal, um an die Wand zu pappen. Und das Spiel sagt, nein, du kannst Sachen nicht zweckentfremden. Das wäre schön, die Idee ist toll, aber nein, das machen wir nicht. Wo fangen wir denn da bitte schön an? Oh! Du bist gut. Dich nehme ich. Oh nein. Ich weiß. Ich soll die Wand... den Kopf nicht in die Decke stecken. Oh, du störst wieder, ne? Natürlich, immer diese Decke. Das sieht von draußen kacke aus, das weiß ich. Aber wir müssen auch Kompromisse eingehen. Warte, wir brauchen nur einen Nachttisch. Wir brauchen doch nur einen. Das doch nicht, oder? Doch. Doch. Ich glaube... Ich vertue mich da jetzt gerade ganz gewaltig, oder? Das hier hat aber so einen komischen Gelbstich. So, in etwa. Die Vorderseite kann so sein. Vorderseite B kann so sein. Und dann stellen wir fest, dass das unheimlich kacke aussieht. Okay. Dann halt. Zack.
So. Besser? Ich weiß es ja nicht. Material, machen wir mal Bronze. Komm, der Richtigkeit halber müssen wir das auf der anderen Seite auch machen. Wir brauchen ja ein bisschen Staufraum. Ne? Also. Dann müssen wir das von unten natürlich wieder ein bisschen rumwürfeln. So. Puh. Ey, wir haben hier nur Probleme. Jetzt weiß ich auch, warum es Häuser mit Wänden gibt. Ja, wegen Wärme und Schutz und so, aber ignorieren wir es. Wir müssen was auf die Fensterbänke packen. So wie immer. Ach, Mann. Uff. Einfach nur uff. Aber ich glaube, das geht besser als bei den anderen. So. Indem wir zum Beispiel ein Gerüst aufstellen. Ich glaube, das Kleine hat gereicht. Nein, einmal so. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Ja, danke. So. Und dann stellen wir fest, wir sind noch zu klein. Aber nicht ganz. Wir können uns nämlich gratis Treppen craften. Nehmen wir die hier. Nein. Zack. So. Craften wir uns einfach unsere eigene Plattform. Tada. Ich glaube, das reicht schon. Nein, du bist zu groß. Jetzt geht die Sucherei wieder los, ne? Solche Sachen würden super passen, aber das Spiel sagt nö. Das Spiel ist da was dahingehend ein bisschen pingelig. Die sind wieder zu breit. Und den Puzzles, den können wir dann auch nicht hinpacken. Ach, komm schon. Es muss doch irgendwo eine Lösung geben. Da die sind, wenn man die auf den Boden stellen kann, sind die alle viel zu breit. Und ich sehe gerade, das mit dem Kissen sieht unheimlich scheiße aus. So. Das wäre so gut. Guckt euch das hier an. Das wäre so gut. Den einfach hier hinzustellen. Aber nein. Guck mal, hier geht das. Ich überlege gerade echt, ob ich hier Fensterbänke mache und das damit kaschiere. Also Fensterbänke, ihr wisst, was ich meine. Der ist zu glatt. Der würde tatsächlich hinpassen. Und da auch. Entschuldigen Sie bitte. Danke. So. Das Problem ist, ich müsste dann hier gucken, dass ich hier eine große Pflanze mache und dann hier so runterwurschtel. Ey, guck mal. Das macht man hier alles für dieses Häusle. Zuerst macht man sich das unnötig schwer und dann muss man das die Scheiße auch noch ausbaden. Wer hat sich den Mist denn bitte schon ausgedacht? Ach, Mann. Mann, das ist so nicht geplant gewesen. So, das kommt so einfach hin. Einfach so einen ganzen Baum dahin pflanzen. Ach, das könnte ich so machen. Ich könnte dich einfach so einen riesen Busch dahin setzen. Ja, nee, ist klar. Ich meine, sowas würde ich mir schon wünschen und suchen, aber das passt hier vorne nicht. Oder ist uns das diesmal egal und wir packen das einfach so hin? Ja, dann ist uns das einfach egal. Habe ich es einfach so gemacht. Da kann mich niemand von aushalten. Und wisst ihr was?
Okay. Okay, der Plan war ein bisschen zu übereifrig. Aber wir kommen dem schon näher. Wir kommen dem echt schon ein bisschen näher. Somit haben wir diese großen Dinger hier kaschiert und können hier unten jetzt noch... Ah, Hand tut weh. Hand krampft ein bisschen. Ich muss mir echt so ein Gelkissen holen. So. Du bist, glaube ich, zu groß. Und dann packen wir hier einfach gelbe. Die sind, glaube ich, zu groß. Ja, Pustekuchen sind die zu groß. Die sind ganz und gar nicht zu groß. Ihr dürft schon ein bisschen... bisschen wuchtiger ausfallen. Jetzt fallen die wuchtiger aus, sind aber kleiner. Ach komm, ihr wollt mich doch verhohne piepeln. Was ist hiermit? Ach, ihr seid einfach nur... groß und wuchtig auf der Seite. Ach, komm schon. Vielleicht kriege ich es da irgendwie noch hin. Warte. Ja, nein, nein, ja, nein. Vielleicht, da war doch was grün. So. So, und jetzt wird Kleines vielleicht noch. Vielleicht kriegen wir es. Ja, komm. Komm. Ach, komm schon. Ich habe so einen Balken vor dem Kopf. Das kann doch nicht sein. Oh, ist okay. Ist okay. Wir machen was anderes. Liebes Spiel, ich verstehe deine Entscheidung. Ich akzeptiere sie nur nicht. Mann. Ach, Mann. Pflänzchen, Pflänzchen, Pflänzchen. Nein, nicht sowas. Sowas. Was ist das? Bäh. Bäh. Was ist das? Kimi, ich glaube, das sind Pflanzen. Ach. Ist okay. Du kommst weg. Du kommst weg. Und dann kaschieren wir das mit den Pflanzen. Wobei die anderen waren, glaube ich, ein Stück wuchtiger. Nee. Ich hatte das doch gerade. Komm schon, Spiel. Komm. Du magst mich. Du magst mich und ich mag dich. So. Aber ich glaube, ihr passt hier besser hin. Sagen wir mal, es ist okay. Bestimmt irgendwie schön. Die Kunst des positiven Einredens. So, gucken wir es mal aus der Entfernung an. Ja, die Schränke sind so ziemlich kaschiert. Die wandlosen Elemente allerdings auch. Aber hey, kann man, denke ich, so lassen. Denke ich vielleicht. Boah, ich hätte hier gerne noch so eine Efeu-Ranke hier rum. So, hier so. Aber bei meinem Glück, da geht das nicht. Oder? Ich versuche mein Glück. Es geht ja nicht darum, überall Efeu hinzupacken. Hier geht das zum Beispiel. Zack. Dann würde ich den gerne von der Größe ändern.
Genau. Oh, Spiel. Du wirst mir doch jetzt nicht etwa sagen, dass das funktioniert. Okay, so funktioniert es aber immerhin. Das ist okay. Was tue ich jetzt hier machen? Efeu. Leider ist das nicht das Efeu, was ich haben möchte. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Guck. Ich könnte das jetzt so machen. Und. Nein, ich muss das Efeu irgendwie nehmen. Goldene Fundus. Golden. So. Es sieht kacke aus. Sind wir mal ehrlich, es sieht kacke aus. Ich meine, wenn dieser Efeu wenigstens hier noch so lang wursteln würde, dann wäre das gut. Aber nein. Hausflipper-Chan sagt nein. Ich könnte höchstens die Größe hier ändern und sagen, hey, nee, das geht auch nicht. Ach, weil der Mittelpunkt sich dann ändert, ne? Ja, natürlich. Ich könnte das so machen, ich kann das so machen, aber ich kann das nicht hier drüber ziehen, weil der Mittelpunkt des ganzen Dings sich dann hierauf zentriert und hier ist keine Wand. Aber ich will hier jetzt auch nicht an jedem Ding so einen einzelnen Efeu-Knoten drin haben. Ich wäre immer noch dafür, wenn man die Dinger stapeln könnte. Aber nein. Kann man hier irgendwas verwursteln? Au, jetzt habe ich mich rumgewurschtelt. Ich könnte sowas hinmachen. Ich glaube, wenn ich das hier so mache. So, zack. Dann hätten wir die hier. Und von denen Dingern gibt es ja wenigstens. Bitte warten Sie. Die nächste freie Kimini wird für Sie reserviert. Von den Dingern gibt es hier wenigstens sowas. Seht ihr? Das heißt, ich könnte da eine hinpacken. Da eine hinpacken. Und könnte versuchen. Da gab es doch noch welche. Aber ich glaube, die waren hier drunter. Sowas. Nein. Hä? Achso. Warte. Ja, okay, dann geht das da halt nicht. Aber hiermit kann man viel mehr versuchen, zumindest zu mogeln. Als mit dem anderen Kram. Nein, das wollte ich haben. Das ist das Große. Naja, fast. Aber ich weiß nicht, das sieht irgendwie schon mal besser aus als das andere. Und ich glaube, wenn ich hier aber das hier heranpacke, passt das von den Farben her besser. Ich will es einfach mal testen. Guck, hier passt das von den Farben viel besser. Ich meine, das, so wie ich es jetzt dran gepappt habe, natürlich nicht. Da, guck. Von den Farben passt das hier viel besser. Es macht es nicht schöner. Wirklich nicht. Aber es sieht dann wenigstens aus, als ob es sich ein bisschen zusammenwurschtelt. Ihr könnt zumindest ein bisschen grob nachvollziehen, was ich meine. Außerdem sieht das hier halb aus wie ein Herz. So ganz. Gut. Wir ignorieren die Tatsache, dass ich mir das gerne mal versuche, schön zu reden. So. Guck, das hier passt zumindest ein bisschen besser.
als der Rest. Aber ganz ehrlich, wie wir es jetzt schaffen, hier draußen einiges schön zu machen, nur um halt drinnen nichts schön zu machen. Aber viel Licht haben wir hier trotzdem nicht. Wir können hier drüber noch Licht machen. Hier dran könnten wir Licht machen. Warte, warte. Wir haben nicht viel von schönen Lampen, aber wir haben wirklich keine schönen Lampen. Die würde halbwegs passen zum Stil irgendwie. Denn die anderen wirken zu modern oder viel zu alt. Kommst du dahin? Details bitte in Bronze. Und der Lampenschirm. Oh, ja, der Lampenschirm. Hatten wir hier irgendwo Licht? Ja, da. Es wird nicht gut aussehen. Aber hey, es spendet ein bisschen Licht. Oh, warte. Ach nee, die Leuchte haben wir da hinten ja nicht mehr. Hahaha. Das heißt, wir müssen hier wieder was ändern. Helligkeit runter. Ich glaube, 4-1 hatten wir. So. Sollen die sich halt Kerzen kaufen? Sind wir mal ehrlich, ne? Guck, außerdem fällt hier ja noch genügend Licht rein. Es ist ja auch nur eine kleine Lotlösung, falls man mal hier ein bisschen lesen will. Wir müssen echt noch warten, bis es dunkel ist, damit wir hier mal vernünftige Leuchten dran setzen können. Ja, der spendet ja auch schon Licht. Oben brauchen wir auch eine kleine Leuchte. Warum geht der jetzt nach außen leuchten? Ja, hallo, lautes Geräusch von draußen. Ach. Diese Decke wieder. So. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und dann stellen wir fest, wir brauchen das von hier außen noch. Keine Slenderarme mehr. Natürlich nicht. Dich will ich kopieren. Und bitte da vorne drauf werfen. Und da vorne drauf werfen. Erstens hat er dann das da mit übernommen. Das würde ich ungern haben wollen. Denn in dem Fall passt es einfach nicht. So, und dann müssen wir das nochmal kopieren. Da drauf setzen. Anmachen. Anmachen. Unsere Decke wieder drauf schmeißen. So. So, hier haben wir Licht an, da haben wir Licht an. Hier haben wir noch kein Licht an. So. Es geht darum, wie das halt von außen wirkt. Zack, 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 zack. Irgendwie wirkt das von oben mehr, als ich eigentlich haben wollen würde. Aber gut, die Sonne geht ja noch unter. Wir müssen der Natur ja ein bisschen, sagen wir mal, Zeit geben, damit dieses prachtvolle Gebäude auf uns wirken kann. Gott, was rede ich hier? Ich trinke währenddessen. Prost! So, einmal was getrunken. So. So ein bisschen, ja.
Ich meine, draußen werde ich keine Beleuchtung machen. Boah, so Standfackeln wären aber schon cool. Hier würde ich gerne noch eine mittlere Konsole oder sowas hinpacken. Mittelhohe Aufbewahrung. Das ist zu modern. Die ist, glaube ich, zu klobig. Ja, und die ist zu groß. Wir haben gesagt, bei der Küche können wir das noch in Kauf nehmen. Aber das hier, das ist auch zu groß. Ey, das gibt's doch nicht. Wir müssen doch irgendwas finden, was passt. Kommode. Es ist eine Wickelkommode. Was ist hier mit? Oh, die passt. Oh, die nehme ich. Die nehme ich sogar zweimal. Hallo? Ich nehme sie bitte zweimal. Warum geht das da nicht? Der Lichtschalter. Oh, immer haben wir Probleme mit diesen blöden Lichtschaltern. Wer braucht die schon? Hm? Wir brauchen Stauraum. Das brauchen wir. Seht ihr? Die passen hier hin wie Arsch auf... naja, die Lücke, die ignorieren wir einfach. Wir haben halt nicht maßgefertigtes bekommen, ne? Versteht das doch einfach mal. Also echt mal, warum versteht das denn keiner? Oh Mann. Das ist zu stark gemasert. Das ist zu hell. Und aus dem Grund würde ich gerne... Das ist auch zu stark gemasert. Die anderen sind zu dunkel. Was ist hiermit? Na, das ginge. Es wirkt auch nicht so glänzy. Glänzy. Nein. Du bitte in Bronze. Somit wirken die nicht so übertrieben und wir haben Staufläche. Ich meine, einer würde an und für sich, glaube ich, auch reichen, aber wir haben hier keine Staufläche und ohne Staufläche sind wir hier aufgeschmissen. Versteht ihr? Aufgeschmissen. Drama und so. So. Aber hier, wenn die Hitze hier dran ausströmt, ist okay. Wir machen nur ein. Und dann packen wir das hier in die Mitte. So. Oder packen wir den... Nee, da passt er nicht hin. Ist okay. So sieht das aus, als wäre das hier da und hier zweifach. Damit kann ich mich arrangieren. Und, naja, das hier nicht so ganz, aber sind wir jetzt nicht so pingelig, ne? genau. Jetzt wird es langsam düster. Jetzt wird es nämlich gut. Jetzt können wir hier nämlich noch ein Küchenlicht machen. Und es wird schwer, hängendes Küchenlicht zu finden. Das Problem ist, wie schon bei dem letzten Spiel gesagt, bei dem letzten Haus, bei der Wohnung, also bei uns, es gab in House Flipper 1 diese Lampe mit drei Leuchten nebeneinander. Die hast du an die Decke montiert, wie das Ding ungefähr. Ne, da war hier wo eins, da eins, und dann hingen aber hier drei Leuchten runter. Mit, ich glaube, entweder so ein Halbschirm oder sowas in der Art. Aber es gab es wenigstens. Und jetzt hier hast du so... und das ist so... Oder du hast hier solche... Was ist das? Knödel. Du hast hier so komische Knödel. Und alles andere hier ist halt übertrieben. Ich könnte sowas machen. Oh, warte, ich brauche jetzt erstmal Licht. Licht! Licht! Ich brauche Licht, denn wo brauche ich das nun? Ja, überall. Ich glaube, mehr brauche ich hier nicht. Ich brauche nur dich, liebe Leuchte. Erleuchte meinen Weg. Oder einfach nur meine Küche. Guck, mehr brauche ich doch gar nicht. Natürlich, klar, es ist natürlich blöd, wenn man jetzt bedenkt, du kommst hier rein und wenn du hier stehst, wirst du hier erst Schatten drauf. Aber wer macht sich darüber schon Gedanken? Ich glaube, die ist noch zu hell. Ich glaube, die ist zu hell. Wir haben so empfindliche Augen, dass, nee, das ist, glaube ich, für uns zu hell. Zack, schon viel besser. Und dann 4-1 haben wir gesagt. Hallo, Müllabfuhr von draußen. Ja, danke. So, bestätigen. Das ist es doch. Oh, das ist es.
Ja, doch. Seht ihr? Man braucht schon viel Licht. Es ist natürlich ein bisschen bescheuert, dass es hier oben auch durchscheint. Aber es ist irgendwie amüsant. Es ist irgendwie besser, hier noch Licht und da Licht haben, als wenn du hier nur so eine Schiene hättest. Oder nur einen Kreis. Kann man das so machen? Nee, so ein bisschen spaßiges Altbacken-Flair braucht man ja dann doch mal. Ich müsste aber... Doch, das Holz kann ich lassen. Das hat was von der Decke. Aber sonst haben wir hier nichts Helles. Und die Decke haben wir ja hier vorne. Egal, lassen wir jetzt so. So. Jetzt brauchen wir hier im Badezimmer noch eine Leuchte. Ist doch schön. Badezimmer. Badezimmer würde ich tatsächlich die Eckleuchten nehmen. Ja, ich muss mal kurz so machen. Präzise platzieren. Das ist wegen dieser Decke so beschießen. Aber hier kann ich die nirgendwo dran machen. Hier oben auch nicht. Das heißt, ich muss das hier nehmen. Weil ich will hier an den Fenstern, will ich hier nichts dran setzen. Ich meine, ich könnte hier noch eine Lampe, aber es macht ja keinen Sinn, auf der Wand eine Lampe zu setzen. Okay, das heißt, du tarnst dich mal. Du gehst auf 4-1 runter. Und du gehst generell runter. Ein gedimmtes, leichtes Licht. Vielleicht kann man ja hier noch eine kleine Leuchte hinpacken, so eine Eckleuchte. Aber das wäre dann, naja, blöd. Kerzen. Hier könnte man Kerzen draufstellen. Damit würde ich mich noch zufrieden geben. Sonstiges. So richtig schön romantische Kerzen. Was scheint da unten durch? Mittlere Kerze und eine kleine Kerze. Kleine Kerze. So. Haben wir hier noch was? Nee, noch eine kleine Kerze wollen wir nicht, oder? Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Vielleicht kann ich mogeln. Ich glaube nicht, dass ich mogeln könnte, aber wir hatten es doch schon mal gehabt. Ja, seht ihr, die kann man auf den Boden packen. Und dann kommt hier einfach eine Pflanze vor. Aber die ist wieder zu hell. Wir müssen unserer Tradition standhaft beibehalten. So. Dann brauchen wir noch einen Pott. Hallo, Pott. Oder sollen wir uns sowas nehmen? Die Tür geht nämlich nach außen auf. Aber das Blöde ist, wenn man hier reinkommt, dann stößt man dagegen. Nee, du gehst weg. Also nehmen wir... Du bist zu groß. Ah, da fängt der Spaß schon an. Seht ihr, da fängt der Spaß schon an. Ey, das wäre so gut, hätte ich das übereinander stellen können. Das wäre so gut gewesen. Einfach das da drunter leuchten zu lassen. Spiel so. Ist ja schön, dass du das machen willst, aber du musst da jetzt so eine scheiß Lücke lassen. Sieht kacke aus, verstehen wir. Das Ding ist viel zu modern. Weg damit. Das geht aber. Das Spiel wusste es. Von Anfang an. Du bleibst so. So.
Nee. Und dann kommt da einfach eine Pflanze drauf. Im Nachhinein bringt das sowieso nicht so viel Unterschied an Licht, aber wir bilden uns es einfach mal ein, ja? Boah, diese Plastikpötte. Was machen wir denn? Den packen wir da drauf. Genau. Wir kopieren den Stil von dem da drauf. Und dann stellen wir fest, dass es kacke aussieht. Ist okay. Man lernt aus Fehlern. Machen wir es einfach so. So. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Okay, ist im Pott. Scheint ein bisschen dadurch. Das heißt, wir müssen die doch mal drehen. Aber dann sind das Betonpflanzen, ne? Oh, nee, das geht nicht. Das geht nicht. So schön ich die Pflanzen auch finde, aber nö. Das ist zu klein. Das ginge, glaube ich. Geht zwar auch durch die Wand, aber nicht hinten durch. Das mit den Pflanzen ist echt nicht einfach, sage ich euch. Das ist einfach nicht einfach. Na, komm. Ist natürlich blöd, wenn man hier reinkommt und dann hat man die Pflanze, aber von hier sieht das eigentlich ganz okay aus. Denke ich. Hoffe ich. Ich meine, wir können die Pflanze auch da oben drauf stellen. Ja, warum nicht? Hm? Warum eigentlich nicht? Ich meine, der Pott, der sieht da ein bisschen... Ich meine, wo sind die Wurzeln? Das wird draußen wieder heller? Nein, ich bilde mir das nur ein. Ich habe mich schon so sehr hier dran gewöhnt. Pflanze ja, Pott nein. Pflanze ja, Pott nein. Ist zwar natürlich blöd für die Fensterbank, aber hier hat er wenigstens ein bisschen Wurzeln, sage ich euch. Da, jetzt hat er Wurzeln. Jetzt kann er sich auch mal ein bisschen ausstrecken. Aber bitte nicht da. So. Das geht schon besser, ne? Und dann kommen hier noch ein bisschen Deko-Scheiß drauf und dann ist gut. Hier können wir noch eine große Pflanze hinpacken. Oh, wir können auf einmal große Pflanzen verwenden. Ah, nee, warte, da müssen wir von der anderen Seite dran. Hier könnten wir auch eine große Pflanze hinpacken. Und tatsächlich, es wird wieder heller. Oder? Oder ist das der Mond? Hage, Monde. Monde? Oh, Monde, keine Lust. So, nee, das ist das. Das ist das hier. Pflanze. Das ist natürlich auch schick. Oh, wir packen einfach die hier hin. Geh weg. So. Tada. Wir packen die einfach hin. Dann brauchen wir die Fensterbank nicht zu kleistern. Schön wieder hier reingehen. Guck.
Und wir haben von hier auch noch... Ach du... Das wuchert ja hier schon rein. Also ich muss es noch ein Stückchen nach hinten packen. Dann sieht das aus, als würde das hier reinwuchern. Aber das da stört mich. Das kriegen wir hin. So, rein damit. Ich weiß was. Ich mache das einfach anders. Dann könnt ihr mir meckern, so viel ihr wollt. Aber das mache ich jetzt einfach so. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Es ist hässlich, oder? Es sind andere Blumen. Natürlich sind es andere Blumen, aber... Was wünschte ich mir, dass die KI so weit ist, dass du das hier kopierst und als Hängepflanze machst? Generiert das bitte als Hängepflanze. Und KI so, natürlich, mache ich. Kein Problem. Bitte warten Sie. Oh, da sieht man mal wieder, wie verwöhnt wir Menschen sind, was wir alles haben wollen. Schräg, schräg, was ich immer alles haben will. Du. So, besser. Und trotzdem will ich da Hängepflanzen haben. Weil wegen. Einfach weil wegen. Hier einfach so eine ganze Bahn an Hängepflanzen. Vielleicht in bunt, wer weiß. So. Warte, da waren doch noch... Waren da nicht noch kleinere Pflanzen? Ne, das waren die runden. Das waren die kleinen, ne? Ah, die Pseudokleinen. Die ich jetzt für klein halte, aber die nicht klein sind. Es sieht bescheuert aus. Aber auch nur, weil die Weißen da nicht reinpassen. Das ist schon besser so. Denke ich. Kommst hier rein, hast hier ganz viele Pflanzen. Voll schön, voll toll und voll übertrieben. Aber warum nicht? Hast hier was Schönes. Vor allen Dingen hier, das ist, glaube ich, die einzige Wand, wo wir hier, glaube ich, ein paar Fotos dranhängen können. Und aus dem Grund wünsche ich mir so sehr, dass man noch so so Bilderrahmen hat, die man aufstellen kann. Da ist der Monde. Ah, der Monde. So. Komm. Brauche ich noch ein schönes Thumbnail. Alles so richtig schön düstere Thumbnails, damit man es ja nicht richtig erkennt und einfach ja nicht draufklickt. Ist das nicht herrlich? So. Ich denke aber, ich werde nur noch eine halbe Stunde machen.
Nummer 14 Uhr. Klingt ganz gut. Klingt ganz vernünftig. Mond verabschiedet sich so langsam. Dieses Flackern da hinten hinter dem Fenster. Hinter dem Küchenfenster, beziehungsweise dahinter. Es wirkt ein bisschen ziemlich düster, als würde es in dieser Bude spuken. Ich weiß ja nicht so recht. So langsam sieht es wohl nicht mehr so einladend aus. Oh, ich sollte vielleicht auch mal meine Taschenlampe ausmachen. Dann würde es vielleicht noch ein bisschen düsterer und gruseliger aussehen. Tja, und somit habe ich mein Thumbnail verkackt. Naja, vielleicht ein bisschen manipuliert. So. Will ich hier eine Pflanze hinpacken? Ich will hier irgendwas hinhängen. Ich übertreib's wieder mit den Pflanzen, oder? Ich glaube, ja. Guck mal, das hier ginge. Oh. Ginge das? Zack. Dann würde ich da aber jetzt nichts Großes hinpacken. Wenn das hier schon so vollgestellt ist. Ich weiß ja nicht so recht. Das, ich versuch's immer wieder, ne? Und das macht es nicht besser. Sowas, so ein Zweifaches wäre super. Kriegen wir aber nicht. Und so ein Ding hier wieder hinzupacken, wäre mit dem Ding da vorne übertrieben. Also packen wir da einfach nur ein Pott hin. Jetzt wollte ich mit der Maus drehen. Also mit der Maus drehen, wenn das Ding noch in der Luft hängt. Ach, ich kann das Ding auch an die Wand packen, aber das kann ich auch auf den Boden setzen. Ach, das Spiel, das mobbt mich doch. Ja, das mobbt mich garantiert, das Spiel. Ich glaube, das sind so ziemlich die einzigen Blumenpötte, die man an die Wand und auf den Boden setzen kann. Voll nicht übertrieben. Ja, warum nicht? So was Kleines muss ja nicht immer hier so rüberwuchern. Rüberwachen. Idee. Wird aber nicht klappen. Nein, wird nicht klappen. So eine kleine Hecke wäre super. Ach, warte. Können wir hier auch wieder mogeln? Natürlich können wir wahrscheinlich mogeln, aber ich meine, jetzt ist ja Chat nicht da, um mich zu maßregeln, dass das nicht klappt. Oh, Kimi, das funktioniert aber so nicht, wie du das vorhast. Keiner kann mir dagegen etwas sagen. Alle sind sie am Arbeiten. Nein, das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Okay, vielleicht hat Haus Flipper selbst noch ein paar Regeln in der Hand. Aber sonst im Grunde kann mir Haus Flipper nichts. Das ist sehr groß und ziemlich wahr. Ich sag nichts. Ich guck nur.
Ich könnte den hier auch drauf pflanzen. Oder die hier. Aber dann erkläre mir mal, warum die Dinger hier auf der Terrasse wachsen sollten. Ohne Blumenpott. Dann müsste ich schon sowas pflanzen. Und dann sagen, ja gut, schaut her. Die wachsen da. Einfach so. Ja, nee. Das sieht einfach nur kacke aus. Ach, Mann. Nee, her damit. Du kommst auch weg. Aber wir waren eigentlich immer noch dabei. Hier Pflanzen hinzupacken. Aber hier, die Pflanze sieht auch schick aus. Ach, das ist doch schrecklich. Wenn ich jetzt lieber draußen alles Mögliche rumwurschtel, als drinnen. Da. Das bleibt so. Ja. Ganz viele Blümchen. Aber das stört sich mit den Blümchen. Ich mache hier einfach eine Sitzecke oder sowas hin und kümmere mich jetzt wirklich erstmal darum, wo ich mich eigentlich drum kümmern wollte. Blumentopfgrün. Wow. Ach man. Ich möchte doch einfach nur stinknormale Blumentöpfe, die nach was Gutem aussehen. Bisschen kleiner, so. Hier, bis dahin. Bis dahin gefüllt und nicht mehr. Einfach den Regler nehmen und runterdrücken. Und Hausflipper so. Frau, du bist hier nicht die Einzige, die irgendwelche Ideen hat. Lass uns erstmal hinterherkommen, du blöde kleine... Nein, das würden die nicht sagen. Das würden die vielleicht hier und da denken bei manchen Leuten, wie die sich verhalten, aber... So. Auch wenn es das Gewicht eigentlich nicht aushalten würde, aber egal. So. Nein. Du bist nicht mittig. Naja, das ist jetzt auch nicht ganz mittig, aber besser als nichts. Oh, und wir wollten hier Pflanzenzeugs drin haben. Dich kann ich hier hinpacken. Ich meine, es ist übertrieben. Es ist verdammt übertrieben, so viel Grünzeug hier zu haben. Aber wenn die Personen nun mal auf dieses Grünzeug stehen, warum nicht? Wer bin ich, dass ich denen das verwehre? Ich meine, die könnten sich halt wieder drum kümmern, mal ein bisschen mehr, ein bisschen zurechtstutzen zum Beispiel. Ist alles so. Ich bräuchte so eine Mischung zwischen dem und dem hier. Ich bin aber heute auch speziell. Das tut mir leid. Ich vermisse einfach meinen Chat. Chat-Chan ist einfach weg. Ohne Chat-Chan weiß ich einfach nichts mit mir anzufangen. Dekokram. Stimmt, wir können ja noch Dekokram dazwischen stellen. Fast vergessen. Haha. Dekokrak. Zack. Da haben wir das Ding. Ach komm. Wir finden doch garantiert noch was. Da, den Elch. Der Elch, der muss da rein. Hey, Elch-Chan. Da, du. Du da rein. Da, seht ihr? Und schon,
wirkt die Butze etwas stark überwuchert. Es ist... Ich glaube, wir machen es im Nachhinein natürlich nicht besser. Aber ich glaube, schlimmer können wir es eigentlich auch nicht mehr machen. Außer wir zünden das alles an. Warte mal. Ach so, ich war kurz irritiert. Ich habe eine Nachricht von Chani gelesen. Ich habe ihr nämlich geschrieben, dass ich ja Urlaub habe. Und das hat sie wohl vergessen gehabt und hat mich motiviert, produktiv zu sein. Und dann dachte ich mir so, ja, Montag war ich ein bisschen produktiv, habe Wäsche gewaschen, Handtücher gewaschen, ne? Und so. Und gestern hatte ich wirklich einen Gammeltag. Aber, habe ich sie auch gefragt, hör mal, beim Handtücherwaschen ist mir aufgefallen, hier ist so ein Orangenes mit so zwei ausgeblichenen Streifen. Ist das vielleicht deins? Sie hatte wahrscheinlich eins untergejubelt. Und da hat sie gerade geschrieben, oder vorhin so, ja, zeig mal. Und das hat mich irritiert, weil ich habe da kurz reingeblättert und dachte, zeig mal. Ich so, hä, was will die, dass ich dir das jetzt zeige? Und dann fiel mir wieder ein, ach ja. Ach ja, mein Matschchen. So eine Bank könnte ich hier hinsetzen. Nein, 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 nein. Ja, vielleicht. Nein, nein. Ich mache es nicht besser. Nein, ich hatte es doch gerade. So. Einfach so eine Bank. Wobei ich würde... Eine Bank würde hier reinpassen. Ja, natürlich, schon. Aber ich glaube, ich würde dann doch lieber wieder das reinpacken, was ich sonst hier auch immer reinpacke. Das Ding. Erstens passt es hier rein und zweitens kann man sich das so gemütlich, so richtig schön gemütlich machen. Zack. Und wir müssen farblich nicht mehr was wirklich groß anpassen. Das heißt, wir packen hier jetzt noch einen kleinen Tisch hin. Boah, die haben gute Dienste erwiesen. Das war's aber auch. Wenn du die hast, einmal draußen stehen lassen. Sind die ausgeblichen, nass geworden, was auch immer. Klar, die meisten, die haben die dann mal... Warte, ich versuche das gerade nachzumachen mit dieser Maus. So irgendwie angelehnt. Also so quasi an den Tisch angelehnt, damit das Wasser hier so runterrinnen kann. So. Das will das jetzt nicht machen, Frau Perfekt, ne? Damit es runterrinnen kann. Aber ich fand die schrecklich. Was ist das? Achso, das ist ein Hocker. Nee, aber die fand ich schrecklich. Kleine Tische. Freche Tische. Oh, sowas ist schön. Und sowas haben die natürlich nur wieder in klein. Das war ja klar. So richtige Mobbing-Sachen. Ich würde das gerne in groß haben. Ah, ist ja schön. Wir aber nicht. Entweder nimmst du das oder du hast Pech. Ja gut, dann müssen wir halt das hier nehmen. Nein, nein, damit kann ich mich nicht anfreunden. Es ist einfach eine pure Enttäuschung. Es ist schrecklich. Ich meine, den hatten die hier auch, glaube ich, auch mal in groß, oder? Oder bilde ich mir das jetzt so ein? Natürlich bilde ich mir das ein. Ich meine, ich könnte sowas da hinsetzen. Tatsächlich könnte ich den hier hinsetzen. Warum nicht? Es ist ein bisschen weird, aber es sieht irgendwie auch mit dem Pilz hier vorne eigentlich ganz gut aus. Ich meine, das Haus sieht schon sowieso ganz komisch aus. Warum dann nicht noch so einen komischen Pilz dichten? Seien wir mal ehrlich, also echt... aber ich würde gern noch was machen. Woodpecker. Was haben die denn noch von der Kollektion? Ich finde das hier so super. Guck mal, du könntest hier eine Markise ranpacken. Warum auch immer. Aber es wäre möglich, eine Markise dran zu packen. Du kannst bestimmt eine ganze Menge mit Markisen machen, ne? Aber ich denke mir immer... Warum? Als Beispiel erstmal, zack. Und du kannst die Markise
Nicht von der Größe ändern. Also, was willst du mit dieser Markise? Weg damit. Lüftungsgitter. Braucht dieses Haus nicht. Dieses Haus braucht vieles, aber keine Lüftungsgitter. Das hier braucht das noch. Einfach so ein Vogelhäuschen. Ein Vogelhäuschen. Eine Wand. Hier, guck mal, das ist doch gut. Und dann haben die es im Winter schön warm. Oder gekochte Eier. Egal. Wir gehen davon aus, dass die nicht gegrillt werden. So. Und es schön warm haben. Boah, solche Gartenzwerge finde ich unheimlich gruselig. Vor allen Dingen, nachdem wir in Haus Flipper 1 dieses Gartending hatten. So. Oh, warte. Vielleicht war es deswegen, was mir hier so ein bisschen fehlte. Wo ist das? Das ist zu groß. So. So ein bisschen, ne? Wenn es hier schon grün ist, da schon grün ist, ne? Dann... Also wir müssen von der Seite noch unheimlich viel machen. Also... Wir haben jetzt von vorne alles zugekleistert, damit das irgendwie nach etwas aussieht. Und wenn wir dann hier reinkommen, es wirkt trostlos, sagen wir mal so. Aber gut, machen wir zuerst von draußen, dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Hier hätte ich gerne auch Blumenkästen. Da klauen wir uns einfach die von da oben. Eine super Funktion. Ich verstehe übrigens nicht, wieso Haus Flipper 1 und 2 nicht quasi fusioniert hätten. Dass sie gesagt hätten, mit Haus Flipper 2 geben wir den aus Haus Flipper 1 die Funktion quasi mit. Also komm, ich kann es schon verstehen, klar, da steckt so viel Arbeit, da sind so viele DLCs. Die DLCs nochmal für 2 rauszubringen, wäre ein bisschen schwachsinnig irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Aber zumindest den Workshop. Und das vernünftige Drehen. Nein. Warte. Blumenkästen. Ach, das sind die. Das sind die in groß. Ja, die will ich. Die will ich gerne haben. Wo war ich stehen geblieben? So. Nee, ich kann schon verstehen, ne? Aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man so die Drehfunktion von 1 nicht übernommen hatte und diesen Workshop nicht übernommen hat. Dass man gesagt hat, gut, vielleicht können wir, ich weiß nicht, ich bin Laie, vielleicht geht das auch wirklich nicht so einfach, aber dass man nicht gesagt hat, man nimmt einfach die Funktionen, ist das vielleicht so weiter? Optische Täuschung. Warum nimmt man nicht die meisten Objekte aus 1 und schmeißt die einfach in 2 rein? Mit besseren Texturen oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, inwiefern das so einfach möglich ist. Oder eben auch nicht. Aber, mein Matschön. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie einfach das ist. Aber wenn ich mir manchmal ansehe, wie schnell die Modding-Community ist... Und dann hauen die da Sachen raus und du denkst dir so, holy shit, was, jetzt schon wieder? Jetzt schon wieder was Neues? Was tust du da? Hey, hör auf. Und hör nicht auf. Und dann, wie schnell so kurzfristig was erschaffen wird. Nein, ja, so. Da qualmen die Kerzen. Ich meine, das ist jetzt nur, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung davon, wie schnell, wie gut und einfach oder nicht einfach oder so gut das ist. Aber
Es wäre so schön gewesen. Das sieht ein bisschen besser aus von den Übergängen her. Wow. Ich weiß es halt nicht, aber ich finde es halt ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, ich muss mal hinter den Credits gucken, wie viele Leute das überhaupt sind. Aber vielleicht bin ich auch einfach ungeduldig. Ich meine, am 14. Dezember kam House Flipper 2 raus. In der Zeit ist schon einiges passiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie auch nicht. Wiederum weiß ich, dass in House Flipper 1 gerade noch ein paar DLCs in der Mache sind. Oder eins zumindest ist ja angekündigt worden. Das bleibt. Wenn ich hier jetzt an den Wänden auch noch Ranken mache, dann ist es zu viel. Dann haben wir das hier. Das könnte wieder reinklippen. Uff, da kann ich ja jetzt nicht hoch. Ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Das will ich natürlich nicht haben. Ah. Na, komm. Na, komm du. Manchmal willst du mich doch mobben, oder? So, okay, du passt da schon mal hin. Ich will aber nicht so viele von euch da reinwurschteln. So. Ein paar normale Sträucher in Klammern. So, ein paar kleine Sträucher. Da kann da noch was hin. Da kann noch ein kleiner Strauch hin. Dann wirkt das zwar hier hinten ein bisschen zugewuchert, aber es wirkt da auch nicht hin. Es wirkt dann gefühlt für mich zumindest nicht so, als würde man das einfach nur hinstopfen. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir hier auch noch Pflanzen. Da Pflanzen, hier Pflanzen, überall Pflanzen. Wir wollten hier noch eine kleine Blume. Vase. Wir wollten mal eine Vase ausprobieren, glaube ich. Und da wirklich mal was reinpacken in die Vase. Nicht nur wirklich so, oh, wir haben eine Vase und da machen wir nichts draus. So, jetzt haben wir eine Vase. Und jetzt will ich gucken, was für Blumen wir da bitte reinpacken können. Oh, winzig. Das sind, glaube ich, hier diese Einzelblümchen, die wir da reinpacken können, oder? Die anscheinend nicht, die ist zu klein. Okay. Ach hier, alles wo das so steht, da können wir, die können wir in eine Vase stopfen und das sieht ein bisschen traurig aus. Also im Grunde haben wir nur zwei. Wow. Diese eine Blume. Trostlos. Tut mir leid, Blümchen, aber ich möchte gerne ausprobieren, ob ich noch andere trostlose Blümchen da reinpacken kann. Die Sonnenblume zum Beispiel kann ich da reinpacken. Aber sonst... sonst nichts. Also für Vasen haben wir halt nicht so wirklich viel Glück. Dann packe ich doch lieber die Sonnenblume da rein. Wirkt ein bisschen hübscher als dieses kleine, mickrige Blümchen da drin. Eigentlich hätte ich gerne so einen schöneren, kleinen Blumenstrauß gehabt, aber so weit sind die noch nicht. Boah, wir haben jetzt hier schon so viel gemacht. Und irgendwie auch gar nichts. Hängepflanzen, 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 Hängepflanzen.
können wir machen. Hier überall, soweit es geht, dann Pflanzen hinpacken. Um das zu kaschieren, wie schrecklich das manchmal aussehen kann. Können wir hier pflanzen, da pflanzen? Ey, ganz ehrlich, mit so vielen Pflanzen können wir einfach die ganze Bude voll stopfen. Und es sieht dann einfach immer gut aus. Es sieht immer so gewollt aus. Einfach haufenweise Pflanzen und schon sieht's gut aus. Okay, hier würde ich jetzt vielleicht keine Pflanzen reinpacken. Aber das hier sieht doch schon gut aus, ne? Wir können auch... Warte, nein. Das hier als Thumbnail nehmen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das irreführend wäre. Oder machen wir lieber so? Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, oder? Ich weiß es doch nicht. Ach, Mann. Aber ja, mit ganz vielen Pflanzen kann man sich das schon wieder schönreden. Oh Mann, ich vermisse den Chat. Aber ey, immerhin habe ich noch keinen dieser lächerlichen Bots drin gehabt. So. Ach ja. Nee, aber das ist gut. Ich komme zwar noch nicht hinterher mit dem ganzen Hochladen. Ich habe erst gestern den Stream hochgeladen, wo es um den Umzug ging. Aber das, naja. Oh, hier fehlt noch ein Vorleger. Einen Teppich. Ein Teppich. Aber nicht sowas. Geht der Schrottwagen schon wieder um? Tatsache. Schrotti Karotti geht schon wieder rum. Und nein, der heißt nicht Schrotti Karotti. Ich glaube, hier würde ich tatsächlich den hier mal nehmen. Nicht in der Farbe, keine Sorge. Zack. Und der Bus, natürlich, Klassiker. Was haben wir denn? Farbe mehr oder minder okay, aber nicht so. Nee. Leder? Oh, um Gottes Willen, nein. Warum? Ich meine, da geht der hier ja noch. Fransen, wollen wir die Fransen ranlassen? Komm, wir lassen die Fransen dran. Aber wir müssen von den Farben definitiv was ändern. Ich würde nämlich... Nein. Schließen. Ich würde... dich ändern. Würde ich dich ändern? Wenn ich mir jetzt so die Farbe ansehe, halte ich das nicht mehr für so eine gute Idee. Aber ich will auch nicht weiteres Braun hier verwenden. Ich lasse den erstmal drin. Ne? Ich lasse den so erstmal drin. Ich glaube, von so weiter weg sieht das gar nicht so schlimm aus. Ich glaube, das sah jetzt nur schlimmer aus, als ich das so angeguckt habe. Ja, doch. Ist die Frage. Wir brauchen noch eine Uhr irgendwo. Was packen wir in den Keller? Eine Vorratskammer. Hallo, flackerndes. Das Licht müssen wir austauschen. Das Licht geht ja mal gar nicht. Da haben wir irgendwen eingesperrt. Da war die Fake-Tür. Licht. Ich glaube, hier unten wäre es nicht so schlimm, hätten wir... nicht sowas unbedingt, aber... etwas nicht ganz so Schönes. Ich glaube, das hier sieht realistischer aus. Oder das da. Einfach mal hier so.
Ich meine, warum nicht? Es ist hässlich. Die Lampe gehört hier eigentlich gar nicht rein. Hä? Ah, okay. Natürlich habe ich es wieder verkackt. Die muss hier rein. So, genau. Hier passt sie nicht und doch rein. Was ist das denn? Ist das Dreck oder schimmert da was durch? Ich glaube, da schimmert da einfach was durch. Warte, warte. Warte. Gleich habe ich es, einen Moment. So, besser. Jetzt muss ich nur noch das Licht anpassen. Ist das nicht herrlich? Ja, komm. Ente gut, alles gut. Ach, du! Du ruinierst diesen Effekt. Weg damit. Besser. Natürlich sieht das da hinten kacke aus. Auch mit der Tatsache, dass hier Licht reinfällt. Aber spätestens, wenn es dunkel wird, glaubt mir, dann sieht das wieder gut aus. Oh, ich muss den Boden dunkel machen. Und die Decke dunkel machen. Oh. Nicht, ganz ehrlich, Deko-Neko hat mir von weit weg zugeflüstert, mach den Boden dunkel. Garantiert. Das war Deko-Neko. Und Reilen so, mach alles dunkel. Ja, doch, garantiert. Aber ich kann ja auch nicht alles ganz, ganz dunkel machen. Ich kann es aber nahezu dunkel machen. Ha. Einfach um zu gucken, wie es aussieht. Okay, ja gut, Farbroller, du willst nicht so, wie ich will. Dann muss ich halt so besser. Okay, mach halt, was du willst. Farbroller denkt sich auch seinen Teil. So, jetzt. Es wirkt erdrückend. Natürlich wirkt es erdrückend. Ich brauche dunkle. Aber dann muss ich hier die ganze Wand dunkel machen. Das kann ich nicht machen. Das in dunkel machen ist noch in Ordnung, aber die Steinwände an den Ecken. Das ist zu viel des Guten. Aber guck, von hier ist es nicht so schlimm. Dann die Decke. Gut, der Übergang ist ein bisschen blöd. Vielleicht kriegen wir den noch geregelt.
Noch größer geht natürlich nicht, die Farbrolle. Schade eigentlich. So. Mit WASD zu malen ist auch schon ziemlich einfach, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich vermisse dieses einfache... Dieses hier. Mit der Maus. Und je mehr ich dann mit der Maus rumwurschtel, desto mehr verstehe ich dann, warum ich das nicht mehr mache. Weil ich hier so wenig Fläche habe, dass das so ein bisschen hakelig, ruckelig ist. So. Also bleibe ich bei WASD und kriege das schon wieder nicht geschissen. So, komm her. Oh, bitte, 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 lass das noch reichen von der Farbe her. Oh, Gott sei Dank. Wobei, was ich machen könnte, ich könnte die Wände von da hinten dunkel machen. Hätte ich das hier im Allgemeinen dunkler machen sollen? Den Boden so in ganz schwarz? Ich weiß es doch nicht. Ich hätte den Boden, glaube ich, auch in ganz schwarz machen können. Ich meine, wir wollen ja, dass das Entchen sich wohlfühlt, oder? Die Decke können wir ja so grau lassen, aber hier, das würde ich tatsächlich in schwarz machen. Ja, sobald die Perspektive sich ein bisschen verändert, ändert sich das WASD natürlich auch. Dann wird aus dem Unten in etwas anderes unten. Deswegen muss man schon am besten so stehen, damit man das flächendeckend gut hinkriegt. Ah! Übrigens muss ich noch verhandeln. Ich meine, das kriegt jetzt kaum einer mit, wahrscheinlich. Aber ich versuche am Freitag mal außerhalb meiner normalen Zeiten zu streamen. Ich würde versuchen, ein komplett anderes Spiel zu spielen. Und zwar heißt das Eastshade. Das könnte mir gefallen. Ich habe es gestern schon ein bisschen angespielt. Also im Sinne von wirklich mal angespielt, ob das alles funktioniert, ob die Grafik funktioniert und. Und es könnte ein Spiel werden für mich. Vielleicht zum Angespielt, mal sehen oder sonst was. Es wirkt auch nicht, als würde es so lange dauern. Also, vielleicht spiele ich das ja. Aber ich muss halt gucken. Morgen auf keinen Fall. Morgen hat mein Freund Wade. Der hat nämlich jetzt gerade auch Urlaub. Oh, ich muss die Lampe noch ändern. Moment. Ach, das geht nicht? Ja gut, dann muss ich das halt so machen. Und das Ding kann ich nicht in schwarz machen? Okay. Aber ich würde gern gucken, ob ich das Freitag machen kann. Und solange streamen kann, wie ich aushalte. Aber natürlich muss ich gucken, wenn mein Freund natürlich was anderes vorhat und doch lieber zocken will, dann würde ich ihm gerne auch die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden. Weil wäre schon scheiße, wenn ich sage, ich will den Freitagnachmittag für mich haben. Was ist das? Nein, ich will... Das hätte ich gerne in schwarz. Schwarz, finster, schwarz. Schwarz-schwarz eben. Und das ist halt... Na, das ist auch nur dieses Grau. Teppichfliesen. Teppichfliesen. Wer will Teppichfliesen haben? Fliesen. Hätten wir die Edelstahlfliesen. Schwarze Granitfliesen könnte ich noch nehmen. Schnittmuster. Ich möchte die mal ausprobieren. Zumindest für die hintersten Räume. Oh, das sieht aus, als würde der Fernsehen krisseln. Was tun wir hier eigentlich? Oben machen wir es richtig schön und hier unten machen wir die Hölle, oder was? Ich glaube, wir müssen hier trotzdem
Ach, komm her. Es sieht nicht schön aus, sagen wir mal so. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht. Gott, das sieht irgendwie merkwürdig aus. So, für da habe ich vielleicht eine Lösung. Nein, habe ich noch was schwarze Farbe? Ich habe noch was schwarze Farbe. Bitte lass das reichen. Bitte lass das reichen. Bitte nicht. Also, bitte ja, lass das reichen, aber bitte nicht für Sachen, die ich nicht machen will. So. Dann habe ich da einen schwarzen Streifen, da einen schwarzen Streifen. Im Grunde sollte ich die hintere Wand auch noch komplett schwarz machen. Das war ein Flop. Flop. So, zurück. Farbe. Einmal schwarz. Aber gut, man testet sich ja aus, ne? So, schwarz ist, glaube ich, besser. Das glänzt nicht und man kann hier wer weiß was machen. Und die eine Kammer ist dann für Reilen und die andere ist dann für Negro-Negro. Ist das nicht herrlich? Doch, doch, das wird so sein. Und dadurch, dass die beiden jetzt nicht widersprechen können, haben sie mir quasi indirekt zugestimmt. Ah, ja, 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 kann ich jetzt einfach so sagen. Hahaha, im Urlaub zu streamen ist manchmal richtig toll. So. Ich muss mir noch Gedanken machen, was wir alles einkaufen müssen. So. Kann ich das Ding, was ich haben will, an die Decke pinnen? Dann würde ich nämlich gerne das Ding. Auch schwarz machen. Ach, das klappt natürlich nicht. Hui. Hui. Da ist die Mauer. Jetzt habe ich die komplette Mauer übersehen. So, danke. Jetzt stehe ich natürlich hier wieder ein bisschen blöd. So, das heißt, ich muss so stehen, damit das klappt. Oh, keine Farbe mehr. Der Klassiker. Warum sollte das auch funktionieren? So. Zack. Ah, da hat er wieder die Farbe einfach, also die Richtung einfach geändert. Aber ist mir egal. Ist ja jetzt nur noch diese eine kleine Bahn. So. So, einfach nichts. Die Schwärze. Zack. Dann. Wo hatten wir das? Das hatten wir unter Dekoration. Unter Wanddekor. Nicht Silent Sense. Ich meine, den könnten wir jetzt hier auch wieder reinwursteln. Aber ich will nochmal gucken, was man da alles machen kann. Schwarzes Eisen. Schwarzes Eisen. Ich würde gerne schwarz. Ich hätte den Hammer gerne auch in schwarz, aber mit dieser Ente da oben wirkt das so fehl am Platz. Ja. Was ist, wenn ich die Wände auch noch schwarz mache? Also nicht die Wände, aber das hier und das hier.
Ich meine, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Spaß dran, weil ich ein paar mehr Wände habe. Einfach mehr Wände zu haben. Was für ein Luxus. So, Silent Sense. So. Einfach weil. Ach, die Wand geht da lang. Gut zu wissen, Entwickler. Aha. So. Einfach weil. So. Man muss ein bisschen ja auch traditionell durchziehen. So, bitte lass das auch reichen von der Farbe. Danke. Aha, einer von den beiden wird also mehr Raum haben, sehe ich gerade. Ich mache das einfach, weil. Ich weiß nicht warum, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und dann müssen wir damit lernen, umzugehen. Zack. Wow. Bitte lassen Sie dies. Es sieht merkwürdig aus. Ich meine, es war schon vorher merkwürdig. Aber jetzt ist es erst recht merkwürdig. Das ist wirklich weird. So. Kurz hier rein. Jetzt stellen wir vor, das ist auch noch aus. Nee, da muss an sein. So. Würde eine normale Glühbirne da besser sein? Das Problem ist, ich habe ja kein Kabel mit einer einzelnen Glühbirne dran. Ich habe ja nur diese blöde Kordel da dran. Und die ist halt doof. Die will keiner. Hier, seht ihr? Warte. Hängende Lampen. Hier, wir haben nur diese blöde Kordel. Oder sowas. Ich glaube, da sind wir mit der hier ganz gut. Wir hätten, glaube ich, die hier noch kaufen können. Ich glaube, die ist so ein Stück besser, oder? Ich glaube, die ist ein Stück besser. Ich glaube schon. Ja, doch. Doch. Die ist ein bisschen besser. Ich will mal was ausprobieren. Einen Moment. Kuckuck. Kuckuck. Wo ist das Entchen? Da ist das Entchen. Wo ist das Entchen? Oh, ich bin so durch. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es ist so schrecklich. Aber ja, doch. Die ist besser. Ach, Mann. Es ist so herrlich. Das hier wirkt noch alles viel zu duster. Bitte lass es dunkel sein. Warte. Wir können doch dafür sorgen, dass es dunkel ist. Indem wir einfach in unser Pseudo-Bettchen hier reingehen. Wow. Hallo? Ist hier jemand? Ach, hier fühle ich mich sicher. Hier kommt kein Mörder rein. Komm, ist das gut oder ist das gut? Das ist doch gut, oder? Das ist gut. Das hat schon fast Crime-Scene-Cleaner-Niveau. Na, komm. Das müssen wir als Thumbnail nehmen. Aber ist schon gemein. Dann nehme ich halt immer nur Thumbnails und dann muss man ja bis zum Schluss gucken. Und dann guckt man nur kurz rein und ist enttäuscht. Nee, dann lasse ich das lieber so. Warte. Ich habe es jetzt kopiert. Warte. Ich weiß, es ist blöd, mitten im Stream das jetzt einfach zu machen. Aber ich muss mal kurz
Bin ich jetzt? Ich bin noch in Haus Flipper, gut. ich muss mal kurz zwei Leute. Habe ich dich richtig? Ich finde dich jetzt nicht, Rylan. Mein Twitter findet dich nicht. Warum nicht? Der findet alle, aber nicht die, ich suche. Ja, muss ich das halt so machen, in der Hoffnung, dass du mich findest. So, dann habe ich halt niemanden verlinkt. Das wirkt so viel. So. Einmal gepostet auf X. Ah, ist das gut. So. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt noch machen. Das musste ich einfach posten. Ist das nicht schön? Ey, das ist so. Ich mag's irgendwie. Es ist so drüber. Es ist so drüber. Eigentlich müsste ich das hier auch noch schwarz machen. Ich muss hier noch Gitter hinmachen. Ich muss definitiv da noch Gitter hinmachen. Oh, ich muss erstmal schlafen. Ah, das ist so gut. Das ist so gut. Ich wollte schon längst aufhören, verdammt nochmal. Und jetzt macht mir das da unten viel mehr Spaß als hier oben. So, runter mit mir. In den Keller. Und zwar wollte ich Dekorationen. Nein, Wanddekor. Jetzt nicht wieder dran vorbeiscrollen. Wir wissen ganz genau. Hab ich da dran vorbeigescrollt? Es ist eine Standdekor. Da ist es. Ich will dich. Oh, ja. So. Erstens. So, danke. Das fehlte mir noch. So. So. Basis. Chrom. Bestätigen. Das wird jetzt kopiert und da drauf geworfen. Sehr gut. Ich meine, es macht keinen Unterschied, aber man merkt doch, da ist was. Und dann würde ich das gerne... Es ist übertrieben. Natürlich ist es übertrieben. Aber ich habe doch keine andere Möglichkeit. Guck, es passt doch noch so gut. Wah, nein. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen arg übertrieben. Ich muss mal kurz was gucken. Nee, komm. Ich meine, die können hier drüber immer noch hüpfen. Aber es ist übertrieben.
vorher, das war besser. Und wenn ich das nur so mache? Hm. Das Schimmern stört, glaube ich. Wenn ich die Taschenlampe ausmachen würde, wäre das nicht so schlimm. Ach, Mann. So, dann habe ich es hier einmal. Und hier einmal. Dann kann ich das mal duplizieren. Und dann sieht es schon ganz okay aus, denke ich. Das Problem ist, wir haben trotzdem nicht so viele schicke Sachen, sagen wir mal. Ich meine, das wirkt alles viel zufrieden, zu glücklich. Ich meine, ich könnte sowas noch dahin packen, aber das sieht zu komisch aus, als dass es... Warte. Wo haben wir das? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Mm-mm. So, was ist denn hier mit? Ach so, nee, brauchen wir, glaube ich, nicht. Hallo? Danke. Einfach weil. Macht das da oben einen Sinn? Nein. Oder doch? Ich glaube, da ist das Badezimmer, oder? Oh Mann. Ich finde, wir haben keine Heizung. Fußbodenheizung. Ach Mann. Aber macht da keinen Sinn. Man sieht es ja nicht mal. Nee. Ich glaube, das packe ich weg. Hi du. Ich mache nicht mehr lang. Eins muss ich dir noch zeigen. Warte. Dafür muss ich das dunkel machen. So, dieses Haus, ne? Und es hat ein wunderschönes kleines Geheimnis. Ist es nicht schön? Da ist er wieder weg. Nee, aber es ist, ja. Aber ich weiß nicht, die Gitter, die machen es, glaube ich, wieder weg, oder? Oder ist das Licht schon draußen? Ich glaube, ich muss die Gitter wegmachen. Die Gitter, die scheinen so schön. Achso, ich sollte vielleicht das Overlay reinpacken, damit ich...
Das wirkt viel besser. Ohne die Gitter. Das hätte ich mir auch besser vorgestellt, aber wenn es richtig düster ist, dann ist es halt ganz okay. Das hier oben kann bleiben, ja. Das schimmert ja nicht so stark. Ja, doch, 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 doch. Kann so bleiben. In Wirklichkeit beschützen die uns einfach vor dem, was da drin ist. Oder vor dem, was da angeblich drin war. Ach ja, ist das nicht schön. So. Jetzt müssen wir uns einfach nochmal einen schönen Platz aussuchen, von wo wir den Stream beenden können. Ah! Moment. So, da bin ich wieder. Das ist auch so ein schönes Bild irgendwie. Oh mein Gott, man hat es hier ja doch langsam irgendwie gemütlich, oder? Abgesehen, wenn es windig wird und so, muss man sich ja immer mehr reinmummeln. Aber doch. Doch, das sieht schon ganz gut aus. Oder wollen wir das hier als Thumbnail? Ich kann mich nicht entscheiden, verdammte Fussel. Nein, machen wir nicht. Wir haben uns jetzt entschieden und gut ist. So, das ist so. Ich müsste mir aber nochmal speichern, bevor alles weg ist. Und ich dann die A-Card habe. So. Ich würde mich gerne hier hinlegen. So. Einfach hier hinlegen. So, nach draußen gucken. Aber nein, kriegen wir nicht. Also, hier hinsetzen. Gott, ich fühl mich hier so klein, wenn ich hier so rumsitze. Was ist denn da, wenn ich mich hier hinsetze? Ja doch, hier kann ich... Aber die Tür ist offen. Ich kann hier doch die Tür nicht einfach offen lassen. So, besser. Hier die Türen alle zu. Gut, dann kann ich mich hinsetzen. So. Ach, schön am Warmen. Und dann kann ich den Stream beenden. Den schönen, chilligen, angenehmen Stream. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, lasst euch nicht ärgern von der Woche. Die Hälfte ist so quasi geschafft. Das mit Freitag kläre ich noch ab. Und dann, mal sehen. Auf jeden Fall vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.